Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir würden beginnen. Es ist 19 Uhr. Mein Name ist Frau Lese. Ich bin die Leiterin des Amtes für Soziales und Teilhabe und bin in der Hanse-Universitätsstadt Rostock für die Unterbringung der schutzsuchenden Personen verantwortlich. Ich möchte Ihnen zu Beginn unserer Veranstaltung erstmal ein paar Dinge zu dieser Veranstaltung erzählen, aber natürlich auch berichten, wer heute hier im Raum ist und Sie informieren wird. Als allererstes möchte ich unsere Oberbürgermeisterin begrüßen, Eva Maria Kröger. Tief live dabei. Natürlich begrüße ich auch diejenigen, die heute hier alle bei uns sind. Sie alle, wir möchten mit Ihnen gemeinsam in den Austausch gehen und wir werden Ihnen als allererstes heute erzählen, was unsere Ideen sind, was wir geplant haben. Und ich freue mich sehr, dass Sie letztendlich hier so recht herzlich erschienen sind. Ja, wie Sie schon erkannt haben, die Veranstaltung wird live übertragen. Das heißt, wir haben auch eine Möglichkeit, von den Personen, die hier hinten sitzen, die Fragen aus dem Internet zu erhalten. Was mir ganz wichtig ist, wir alle wollen heute in den Austausch gehen. Das heißt, wir möchten gerne von Ihnen hören, was Sie uns für Anregungen, Hinweise mitgeben. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir in einem guten Austausch gehen können, dass wir uns alle gegenseitig respektvoll behandeln und natürlich auch, dass wir uns gegenseitig zuhören. Darum bitte ich Sie einfach, und das ist mir ganz wichtig, das hier für unsere Veranstaltung mit Ihnen ganz klar zu Beginn zu platzieren. Wie läuft diese Veranstaltung jetzt ab? Unser Senator wird jetzt das Wort bekommen und wird Sie darüber informieren, was wir geplant haben. Danach wird es die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen und wir werden entsprechend in den Austausch gehen. Ich möchte somit jetzt das Wort an den Senator live von zu Hause übergeben. Vielen Dank. Das ist schlecht. Jetzt? Ja, genau. Bei Das ist schlecht habe ich gehört, dass Sie es hören. Wunderbar. Ganz großartig. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von mir guten Abend. Ich möchte mich zuallererst ganz herzlich bei der Evangelischen Stiftung Michaelshof bedanken, dass wir heute bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Vielen Dank, lieber Pastor Maase. Das ist nicht selbstverständlich, aber freut mich ganz doll. Und ich möchte nicht ohne Grund mit diesem Dank anfangen. Dann möchte ich mich bedanken bei den Ortsbeiräten, die heute dabei sind, bei Mitgliedern der Bürgerschaft, bei Kolleginnen und Kollegen von Partnern, die wir haben. Und ganz ausdrücklich möchte ich mich auch bei Mitarbeitenden in der Verwaltung bedanken, die das heute Abend machen. Und natürlich bei Ihnen, liebe Rostockerinnen und Rostocker, die sich die Zeit genommen haben, um sich anzuhören, worüber wir Sie heute informieren möchten. Ich bin leider seit nunmehr 6 Tagen mal wieder Corona-positiv. Und da ich möchte, dass Sie gesund bleiben, habe ich mich dafür entschieden, nicht zu Ihnen zu kommen, sondern dass wir diesen digitalen Weg gehen. Wenigstens gibt es den. Und dann hoffen wir, dass das jetzt gut gelingt. Meine Damen und Herren,
Die Kommunen haben in Deutschland und auch in Mecklenburg-Vorpommern die Pflicht, Asylsuchende aufzunehmen, unterzubringen und zu integrieren. Über diese Pflicht kann und wird nicht verhandelt werden. Und wir werden uns als Stadt dieser Aufgabe selbstverständlich auch stellen, so wie wir es in der Vergangenheit auch schon immer gemacht haben. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern als Städte und Gemeinden, also auch als Hanse- und Universitätsstadt Rostock, die angenehme Situation, dass das Land sämtliche Kosten für die Unterbringung Geflüchteter erstattet. Das ist in vielen anderen Bundesländern anders. Aber ich sage das immer wieder gern, weil das zeigt, dass die Landesregierung hier den Kommunen wirklich deutlich Unterstützung leistet und damit natürlich den Kommunen auch Handlungsspielräume erhält, die ansonsten verloren gehen würden. Und ich möchte auch gleich zu Beginn nochmal deutlich machen, dass wir zunehmend auf Zuwanderung angewiesen sind. Inzwischen können viele Unternehmen ihre Stellen nicht mehr besetzen, viele soziale Einrichtungen finden keine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr. Und wir sehen ganz deutlich, dass viele Stellen, die frei werden, weil Menschen in Rente gehen, nicht mehr nachbesetzt werden können. Und auch die Wirtschaftsverbände sagen inzwischen sehr laut und deutlich, wir brauchen Zuwanderung. Wir sollten also hier immer auch die Chancen sehen, die wir haben, wenngleich wir im Moment auch ganz deutlich sagen müssen, dass wir eine große Herausforderung zu bewältigen haben und dass uns das ganz schön stark fordert. Um Ihnen ein paar Vergleichszahlen zu sagen, im Jahr 2020 sind insgesamt 128 Personen im gesamten Jahr als Asylsuchende nach Rostock gekommen, also vom Land in die Stadt zugewiesen worden. 2021 waren es 180 Personen und dann im vergangenen Jahr 2022 waren es schon 415 Personen, die als Asylsuchende nach Rostock gekommen sind. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass 2022 mehr als 3.200 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine noch nach Rostock gekommen sind. Es sind nicht mehr alle da, genauso wie auch nicht alle Asylsuchenden noch da sind. Aber das ist natürlich eine ganz gewaltige Zahl und das merkt man auch in der Stadt. Wir haben in Rostock inzwischen einen Ausländeranteil von etwa 9,4%. Das heißt, von allen Einwohnerinnen und Einwohnern haben 9,4% keinen deutschen Pass. Das können im Übrigen dann auch Dänen, Schweden, US-Amerikaner, Franzosen oder Tschechen sein. Wir haben ganz ausdrücklich große Dankbarkeit für ganz viele Hilfsbereite, die in Rostock geholfen haben, egal ob Einzelpersonen, Zivilgesellschaft, Unternehmen, aber ausdrücklich auch, und das möchte ich an dieser Stelle deutlich sagen, ganz viele Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, die sich hier, Frau Leser hat das eben schon angedeutet, seit über einem Jahr wirklich wahnsinnig engagiert bemühen, damit alles so gut läuft, wie es gut läuft, denn das tut es in Rostock zurzeit. Und auch bei ganz vielen Partnern und freien Trägern, die uns dabei unterstützen, möchte ich mich ausdrücklich bedanken. Wir brauchen genau diese Hilfe auch weiterhin. Ende 2022 hat uns die Landesregierung darüber informiert, dass sie davon ausgeht, dass noch eine ganze Weile die Zuwanderung in etwa auf dem Niveau stattfinden wird, wie es im zweiten Halbjahr 2022 war. Und die Entwicklung habe ich Ihnen ja vorhin schon gezeigt. Und dann ist es für uns keine Raketenphysik gewesen zu sagen, wir müssen also davon ausgehen, dass im Jahr 2023 die Hanse- und Universitätsstadt Rostock im Jahr 2023 in etwa 1.000 Asylsuchende zugewiesen bekommt. Das können mehr sein, das können weniger sein, das weiß man vorher nie so genau. In diese Zahl nicht eingerechnet sind weitere Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine. Diese würden zusätzlich zu diesem Kontingent berechnet werden. Wir haben in 2022 eine ganze Reihe von Unterkünften in der Stadt neu geschaffen. Das haben Sie alle mitbekommen, das haben Sie alle miterlebt. Und da erzähle ich Ihnen jetzt auch nicht wirklich was Neues. Die wohl bekanntesten großen neuen Einrichtungen sind sicherlich das ehemalige Best-Western-Hotel in Warnemünde und das Elbhotel im Fritz-Tiddl-Fitzweg. Das kennen Sie alles. Darüber hinaus sind aber noch weitere Einrichtungen entstanden. Und es ist uns auch gelungen, über 350 Wohnungen als Stadt anzumieten und dort Geflüchteten ein neues Zuhause zu geben. Sie haben auch mitbekommen, dass wir zu Beginn des Jahres in Marienehe neben der Fiete-Reder-Halle ein erstes Containerdorf oder Containersiedlung, nennen Sie es wie Sie möchten, eingerichtet haben und dort für etwas mehr als 100
Personen eine Unterkunft schaffen konnten. Sie sehen, wir machen eine ganze Menge und machen auch viel möglich, aber es reicht nicht und wir müssen neue Einrichtungen schaffen und wir sind auch ganz kräftig dabei. Unter anderem, das konnten Sie in den letzten Tagen schon der Presse entnehmen, werden wir auf der anderen Straßenseite von Ihnen im Osthafen ein weiteres Containerdorf errichten. Wir werden dort für 200 bis 250 Personen eine Unterbringungsmöglichkeit schaffen und hoffen, dass diese Ende Juli, Anfang August spätestens in Betrieb gehen kann. Wir haben in knapp 14 Tagen dazu die entsprechende Entscheidung im Hauptausschuss der Rostocker Bürgerschaft zu treffen. Die formalen Voraussetzungen sind allerdings alle erfüllt und das Land hat uns die Kostenzusagebescheinigung auch bereits ausgestellt. Das heißt, dass wir hier sehr konkret davon ausgehen dürfen, dass diese Umsetzung erfolgen wird. Wir haben darüber hinaus derzeit sehr erfolgversprechende Verhandlungen, um ein Wohnschiff zu chartern, das uns Platz für etwa 200 Personen geben wird, und hoffen, dass dieses Schiff ab etwa Mai im Stadthafen liegen und dann ein übergangsweises Zuhause für eben bis zu 200 Personen sein kann. Das sind zwei von verschiedenen Projekten, an denen wir derzeit arbeiten und die relativ schnell tatsächlich dann ja auch schon umgesetzt werden können. Aber kurzfristig wird es nicht reichen. Kurzfristig kommen wir an unsere Grenzen, weil alle unsere bestehenden Unterkünfte derzeit belegt sind. Und deswegen, obwohl wir das wirklich nicht wollen, müssen wir eine weitere Notunterkunft in einer Sporthalle errichten. Und dabei haben wir uns für die Sporthalle in der Steuerbordstraße in Gielsdorf entschieden. Das Ganze haben wir deswegen getan, weil es in dieser Sporthalle keinen Schulsport gibt. Und Schulsport ist eine Pflichtaufgabe. Wir haben weniger Vereinssport als in anderen Sporthallen. Wir haben einen guten Zustand der Halle und wir haben Freiflächen im Umfeld der Sporthalle. Und alles das spricht dafür, diesen Standort zu wählen. Und wir sind bereits dabei, Ausweichmöglichkeiten für die Nutzerinnen und Nutzer dieser Sporthalle anzubieten. Dazu wird spätestens morgen die Kommunikation im Detail beginnen. Es wird leider, das muss ich auch gleich sagen, nicht für alle klappen, weil wir beispielsweise Spezialsportarten wie Bogenschießen in dieser Sporthalle haben. Und das haben wir nicht an anderen Stellen, sodass wir da wenig kompensieren können. Wir können aber für etliche andere Angebote machen. Und dazu werden die Kollegen des Amtes für Sportvereine und Ehrenamt auch ab morgen, wie gesagt, auf die Nutzervereine zugehen. Und da ist auch schon einiges an Vorarbeit geleistet und darüber freue ich mich sehr. Wir werden in dieser Sporthalle bis zu 100 Personen unterbringen können, aber ich sage auch sehr deutlich, wir hoffen, dass wir nie in die volle Auslastung dieser 100 Personen gehen müssen. Wir planen darüber hinaus selbstverständlich auch weitere und andere Möglichkeiten. Ich möchte Ihnen zunächst aber noch sagen, dass Unterkünfte, Gemeinschaftsunterkünfte und Notunterkünfte natürlich niemals sich selbst überlassen werden. Wir haben Hilfsorganisationen, von denen sind drei heute auch da: Ökohaus, die Malteser und das Deutsche Rote Kreuz. Und diese Organisationen sind für uns in den Einrichtungen vor Ort und dort mit Fachkräften dabei, das Ankommen und die Integration der Geflüchteten, die bei uns Schutz suchen, zu gewährleisten. Not- und Gemeinschaftsunterkünfte haben übrigens auch alle rund um die Uhr immer einen Wachdienst. Und es gibt Integrationskurse in der Stadt, die von einer ganzen Reihe von Trägern angeboten werden, unter anderem aber eben auch von unserer städtischen Volkshochschule. Und da kann ich Ihnen sagen, sind wir gerade dabei, den Druck zu verstärken und unser Engagement zu verstärken. Wir haben bereits jetzt drei neue Kurse im Modul 1 und werden in den nächsten Wochen die Voraussetzungen schaffen, um weitere Integrationskurse zu beginnen, damit möglichst schnell die Geflüchteten in diese Kurse kommen können, was für alle dann von Vorteil ist. Um zum Schluss zu kommen: Wir werden weitere Unterkünfte brauchen, das wird Sie nicht überraschen nach diesem Vortrag. Wir suchen und prüfen stets und ständig und wir sind auch dankbar für Hinweise, wo Dinge möglich sein können. Aber wir werden nicht jede Wasserstandsmeldung nach außen tragen, sondern wir melden uns immer dann, wenn wir eine konkrete Umsetzungsperspektive haben und wenn wir sagen können, was wie passieren wird. Und genau deswegen haben wir Sie heute eingeladen, um Ihnen genau das zu berichten, dass wir also
hoffentlich in sehr kurzer Zeit die klaren Zusagen bekommen, ein Wohnschiff im Stadthafen festmachen zu können, eine neue Containersiedlung im Osthafen zu haben und leider eben auch eine Notunterkunft sehr kurzfristig, nämlich schon ab Ende nächster, Anfang übernächster Woche in der Steuerbordstraße im Stadtteil Gelsdorf zu haben. Ich danke Ihnen bis hier für die Aufmerksamkeit und übergebe dann zunächst wieder an Frau Lese. Also, nachdem jetzt der Senator uns allen die Informationen zur Verfügung gestellt hat, wären wir nur an dem Punkt, wo wir gemeinsam in den Austausch gehen, möchte aber nochmal auf das hinweisen und wirklich darum bitten, dass wir in einen guten Austausch gehen, dass wir uns gemeinsam zuhören. Und es wird jetzt so sein, dass die Kollegen hier entsprechend der Handzeichen Ihnen die Möglichkeit geben, das Mikrofon zur Verfügung zu stellen, sodass wir auch wirklich gemeinsam in den Austausch kommen können. Dementsprechend bitte ich um das Handzeichen. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Rode. Ich bin Mitglied des Bauausschusses in Gelsdorf. Und ich habe zwei Fragen. Die eine ist, welche Perspektive können Sie für die Sporthalle in Gelsdorf zur Verfügung stellen? Wie lange wird diese Sondernutzung stattfinden? Die Vereine müssen sich... Da ist ja ein Lautsprecher da. Die Vereine müssen sich ja entsprechend auch einstellen können. Und welche Nutzungsdauer strebt die Stadt dafür an? Und die andere Frage ist, in der Sporthalle in Gelsdorf befindet sich auch das Büro des Hafenmeisters, des nahegelegenen Segelbootstegs, der Viru. Die Segler dort nutzen die sanitären Anlagen der Sporthalle. Was ist da vorgesehen als Ersatz? Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Der Senator wird darauf antworten, wenn wir ihn wiedersehen. Herr Bockhardt. Also das Schöne ist, ich sehe Sie weiterhin. Ob Sie mich hören, ist immer das Entscheidende dabei. Ja, vielen Dank für die Fragen. Ich kann Ihnen sagen, dass wir die Sporthalle nur so lange nutzen wollen, wie unbedingt nötig. Das kann auch gar nicht überraschen, weil das ist immer die schlechteste Form der Unterbringung. Und genau deswegen sage ich ja, dass wir hoffen, dass wir schnellstmöglich beispielsweise dieses Wohnschiff nach Rostock bekommen. Weil sobald das da ist, hoffen wir dann, die Sporthalle wieder räumen zu können. Aber, und das ist genau der Punkt, das habe ich Ihnen ja versucht zu beschreiben, wir sind im Moment permanent dabei, neue Unterkünfte zu akquirieren, aber es werden eben auch jede Woche etwa 30 bis 35 Geflüchtete zugewiesen. Und dann kommt eben gelegentlich auch noch eine gesonderte Zuweisung von Kriegsgeflüchteten. Und das genau ist die Herausforderung, dass wir immer gucken müssen, dass wir Plätze haben, die wir belegen können, um eben nicht in Sporthallen oder auch in die weitere Belegung der Notunterkunft in der Industriestraße gehen zu müssen. Deswegen, sobald wir auf die Sporthalle Gelsdorf verzichten können, werden wir es tun. Da können Sie ganz sicher sein. Aber realistischerweise müssen wir Stand heute davon ausgehen, dass das erst dann passiert, wenn das Wohnschiff da sein kann. Und das wird vermutlich Ende April, Anfang Mai der Fall sein. Und Ihnen zu versprechen, dass das vorher eine Entlastung geben könnte, wäre zumindest nicht sportlich. Ich will sehr deutlich sagen, dass wenn es uns möglich wird, die Halle freizuräumen, dann werden wir es tun. Weil das ist mit Sicherheit nicht die beste Unterbringungsmöglichkeit. Genau deswegen haben wir uns auch lange schwer damit getan. Aber wir haben auch ganz klar für uns gesagt, bevor wir eine Hauruck-Aktion starten müssen, machen wir es lieber mit ein bisschen Vorlauf. Das ist für alle Beteiligten dann deutlich besser. Frau Lies, ich darf an der Stelle, was die Frage der Mitnutzung der sanitären Richtung durch die Segler betrifft, das müssen wir uns nochmal angucken. Aber ich will es mal so formulieren, da ist ja noch mehr Infrastruktur am Standort und insofern müssen wir dann, ob wir da noch abweichend Regelungen finden können. Ich sage erstmal danke für den Hinweis und da werden wir eine Lösung dafür finden müssen. Die werden wir aber auch finden, da bin ich ganz optimistisch. Frau Lese, ich darf das gleich nutzen, weil das
glaube ich, gut hier ranpasst. Wir haben eine Frage zugeschickt bekommen, die gehört eigentlich zu den Klassikern, nämlich aus welchen Ländern kommen denn die Geflüchteten? Das ist tatsächlich im Vorfeld immer schwer zu sagen, denn die Frage, aus welchen Ländern die Asylsuchenden nach Rostock kommen, die beantworten wir ja nicht selber. Aber wenig überraschend gibt es natürlich ein paar Hauptländer der Migration und da sind nach wie vor insbesondere Syrien und Afghanistan zu benennen, aber es gibt da auch weitere Nationalitäten, die zu uns kommen und die haben alle genauso das Recht, das geprüft zu bekommen, ob sie hier bleiben dürfen oder nicht. Und sobald Kinder unter den Geflüchteten sind, was auch sehr regelmäßig passiert, ist es völlig klar, dass die dann auch Kita- oder Schulplätze bekommen können. Kita-Plätze, das ist ein Können, weil das entscheiden ja bekanntlich die Eltern. Und bei Schulplätzen, um das auch gleich ganz klar und deutlich zu sagen, gibt es gar keine Verhandlungsbasis, weil Schulpflicht besteht auch für Kinder, die Asylverfahren sind oder deren Eltern im Asylverfahren sind. Und die werden dann selbstverständlich auch in Rostock beschult werden. Die gute Nachricht ist, dass wir das anbieten können, weil wir dafür ausreichend Kapazität in der Stadt zurzeit haben. Wenngleich das natürlich hier und da bedeutet, dass man ein kleines bisschen enger zusammenrücken muss. Vielen Dank, Herr Bockern. Eine weitere Frage. Schönen guten Abend, Oppermann. Jetzt wurde ein Teil der Frage von vorhin beantwortet. Allerdings wurde nicht beantwortet, welche Alternativen man den Sportvereinen jetzt nun anbietet. Ich finde es ziemlich frech zu sagen, so von wegen, so wir planen langfristig keine Hauruck-Aktion, aber Ende nächster Woche ist die Sporthalle zu. Keine Frage. Also Schutzsuchende müssen Schutz bekommen bei uns. Das finde ich völlig in Ordnung. Aber die Kinder einfach auszusperren, die auch in der Pandemie schon nicht mehr trainieren konnten und so weiter und so fort. Wir sollten hier vielleicht durchaus mal irgendwo in der Industrie nachfragen, ob es warme Hallen gibt. Also die Viro zahlt ja, oder beziehungsweise die Sportvereine zahlen ja an die Viro für die Halle Nutzungsentgelt. Wenn man dieses an andere anbietet, die Hallen haben, und es gibt genügend Unternehmen mit Hallen, die auch warm sind, könnte man doch vielleicht ganz andere Möglichkeiten finden, und so dass allen geholfen ist, die Kinder trainieren können, die Sportler Sport machen können und die Schutzsuchenden Schutz haben. Vielen Dank nochmal für den Hinweis. Herr Bockern. Ja, Herr Oppermann, die Idee ist grundsätzlich eine ganz schöne. Und ich kann ganz ausdrücklich noch dreimal unterstrichen dazu sagen, wenn Sie Kenntnis über eine entsprechende Halle haben, die wir für uns kurzfristig nutzbar machen können, dann her damit. Nutzen wir gern, weil nochmal, Sporthallen zu nutzen, ist auch für uns die am wenigsten erfreuliche Option. Ganz ausdrücklich. Sie haben aber, glaube ich, eine falsche Vorstellung über die Nutzungsentgelte, die in Rostocker Sporthallen durch Vereine gezahlt werden. Also ich darf Ihnen sagen, dass im Erwachsenensport, und da sind ja die Kinder, die Sie gerade ansprechen, ausdrücklich nicht gemeint, im Erwachsenensport wird für eine große Sporthalle eine Gebühr von unter 30 Euro pro Stunde fällig. Dafür kriegen Sie dann aber noch nicht wirklich eine größere Liegenschaft angemietet. Also dieser Vergleich wird leider so nicht funktionieren. Das erzähle ich Ihnen nicht, um Sie zu belehren, sondern damit einfach alle wissen, in welchen Relationen wir hier unterwegs sind. Und wir machen das auch ganz sicher nicht, weil wir dadurch irgendwie Geld sparen wollen. Das kann ich Ihnen versichern. Haben wir auch gar keinen Grund dazu, weil auch das habe ich Ihnen ja vorhin gesagt. Wir bekommen ja die Kosten für die Unterbringung von Geflüchteten vom Land erstattet. Das ist jetzt nicht, dass die Stadt irgendwie versucht, Geld zu sparen, indem wir eine Sporthalle nehmen statt irgendwas anderes. Es gibt schlicht und ergreifend derzeit nichts anderes, was für uns in der Kürze der Zeit nutzbar ist. Und wir müssten auch bei einer warmen Halle erstmal diverse baurechtliche Dinge erfüllen, die gar nicht so einfach zu erfüllen sind. Wir müssten zum Beispiel dafür sorgen,
dass wir eine adäquate Belüftung haben, dass wir sauberes Wasser haben in ausreichender Menge, dass wir Duschen in ausreichender Menge haben und dass wir Sanitäreinrichtungen in ausreichender Menge haben. Und das ist eben gar nicht so einfach. Und das ist auch gar nicht so einfach, wenn man sagt, das regelt man dann über Sanitärcontainer oder, weil auch da brauchen sie erstmal eine entsprechende Marktverfügbarkeit und die müssen entsprechend schnell ran und die brauchen dann gegebenenfalls eben auch eine Baugenehmigung. Und das ist alles auf die Schnelle nicht zu machen. Und ich kann nochmal ganz ausdrücklich sagen, wir sind bemüht, dass wir möglichst vielen Nutzerinnen und Nutzern dieser Sporthalle eine Ausweichmöglichkeit geben können. Und dann möchte ich noch auf die auf diesen scheinbaren Widerspruch eingehen, zu sagen, wir planen langfristig, aber die Halle ist nächste Woche zu. Das verstehe ich, den Unmut, überhaupt gar keine Frage. Ich will Ihnen nur sagen, ich finde das deutlich angenehmer, immer noch, sowohl für die Nutzerinnen und Nutzer der Sporthalle, als auch im Übrigen für alle, die beteiligt sind, wenn man anderthalb oder zwei Wochen vorher Bescheid weiß, als wenn man nachts die Entscheidung treffen muss, so, ab morgen ist der Laden hier zu und dann wird mit allen möglichen Hilfskräften auf Kraft eine Notunterkunft aus dem Boden gestampft. Das ist immer die schlechtere Variante. Und insofern haben wir uns dafür entschieden, das Ganze, wenn gleich, in kurzer Frist, aber mit einem bisschen Planungsvorlauf dann doch noch zu gestalten. Und nochmal, ich verstehe jeden, der unglücklich darüber ist, dass seine geliebte Sporthalle für eine gewisse Zeit nicht zur Verfügung steht. Und das kann ich wunderbar nachempfinden. Und seien Sie sicher, wir haben uns die Frage, welche Sporthalle wir nehmen, nicht leicht gemacht. Und bevor wir überhaupt dazu gekommen sind, zu entscheiden, dass wir eine Sporthalle nehmen, das hat auch gedauert. Aber wenn der Punkt eintritt, wo Sie wissen, Sie kriegen die Leute nicht mehr anders untergebracht, dann müssen Sie eine Entscheidung treffen. Das haben wir getan. Hier vorne noch eine Meldung gesehen. Ja, schönen guten Abend. Marco Döbel, Ortsbeiratsvorsitzender Brinkmannsdorf. Herr Bockhorn, ich werde jetzt mit Ihnen nicht über das Asylrecht und Königsteiner Schlüssel und so weiter und so fort sprechen. Wir haben ja letzte Woche telefoniert. Ich finde es aber schwierig, mit diesen blumigen Worten das alles zu umschreiben. Wir suchen Perspektiven. Die Sporthalle ist eine Notlösung. Die Frage geht auch ein bisschen an Frau Kröger. Wir haben jetzt dann die zweite Containersiedlung. Wir haben eine Sporthalle, die wir anderweitig nutzen. Es soll ein Wohnschiff kommen. Was ist denn die Perspektive im Bau? Ich nehme nur mal den Roten Pol, den wir jetzt drei- oder viermal beplant haben. Ich nehme das Werftdreieck, was seit 15 Jahren eine Brache ist. Die Stadt Rostock bekommt da gar keinen Wohnraum hergestellt. Das heißt, bei dem Schlüssel, den Sie uns genannt haben, mit 35 Zuweisungen pro Woche, ist es ja einfachste Mathematik, um hochzurechnen, dass wir räumen die Sporthalle schnellstmöglich, wir werden auch die Containerdörfer anderweitig nutzen, dass das hier ein Irrglaube ist. Wir werden uns dann irgendwann in zwei Jahren hier über 20 Containerdörfer und fünf Wohnschiffe unterhalten. Es muss doch auch eine Perspektive innerhalb der Stadtplanung und des Bauens entstehen, weil wir haben keinen Wohnraum mehr und wir müssen aber Menschen aufnehmen und unterbringen. Das heißt, das ist jetzt hier keine Übergangslösung. Das wird in den nächsten Jahren offensichtlich, wenn wir innerhalb der Stadt nicht anders arbeiten, ein Dauerzustand. Vielen Dank. Gut, erstmal vielen Dank, auch von mir nochmal einen schönen guten Abend. Ich bin sehr froh, dass Sie alle gekommen sind, dass wir die Chance haben, solche Fragen auch zu beantworten. Ich glaube, es ist immer gut, in solchen Situationen sich in die Augen zu gucken und miteinander zu sprechen, weil solche Entscheidungen nur aus der Zeitung zu erfahren und man hat nicht die Möglichkeit zu reagieren, ist eine extrem ungünstige Situation und deswegen war es uns wichtig, dass wir heute Abend hier die Möglichkeit bieten. Ich würde mal gerne direkt auf die Frage antworten, Wohnraumversorgung. Wohnraumversorgung ist ein Riesenthema für uns und auch schon viele Jahre, denn der Wohnraum ist ja nicht erst seit gestern knapp oder seit morgen, sondern die Versorgungsprobleme, eine bedarfsgerechte Wohnung zu finden, haben ja alle Einwohnerinnen und Einwohner. Wir haben große Familien mit Kindern, die keine bezahlbare Wohnung finden. Wir haben Rentnerinnen und Rentner, die nach einer barrierefreien Wohnung suchen und junge Leute, die haben wir hier auch im Raum, die eine Ausbildung machen oder ein Studium machen und nach einer kleinen bezahlbaren Wohnung oder nach einem Wohnheimzimmer suchen, finden auch keine. Und Sie haben den Groter Pol angesprochen, damit will ich gleich anfangen. Ich finde, das, was uns als Stadt auf dem Groter Pol passiert ist, ist wirklich eine Schande. Wir haben uns damals als politischer Raum, und glauben Sie mir, das waren auch sehr emotionale Veranstaltungen, dazu entschieden, dass wir uns von den dortigen Kleingärten trennen
um Platz für dringend benötigten Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen zu schaffen. Das haben wir gemacht, dann ist der Platz geräumt worden, das wissen Sie, und seit 5 Jahren passiert dort gar nichts. Und Sie haben ja völlig recht, die wenigen Flächen, die wir noch haben, und glauben Sie mir, so viele sind es in Rostock leider nicht mehr, die wenigen Flächen, die wir haben, die müssen wir für Wohnraum nutzen. Deswegen habe ich gleich nach Amtsbeginn zusammen auch mit den Senatoren und der Senatorin uns darauf verständigt, dass wir den Roten Pol jetzt schnell anpacken, dass noch im Frühjahr eine neue sogenannte Funktionsstudie kommt. Eine Funktionsstudie ist immer die Grundlage, die zeigt also, wo entsteht Wohnraum, wo entsteht eine Schule, wo entsteht eine Turnhalle, die soll da nämlich auch hin, wo ist Platz für Grün, wo ist Platz für Kultur und so weiter. Denn wir müssen den Roten Pol bauen, wir brauchen diese Wohnungen. Wir haben in Rostock ein Wohnungsbaubündnis, das ist ein bisschen eingeschlafen in den letzten Monaten. Auch dieses Wohnungsbaubündnis werden wir wiederbeleben. Da sitzen die Genossenschaften drin, da ist unser kommunales Wohnungsunternehmen drin. Denn auch wir versuchen als Stadt, das was uns rechtlich möglich ist natürlich, die Wohnungsunternehmen dabei zu unterstützen, ihre Wohnbaupläne auch umzusetzen. Sie wissen, dass Bauen teurer geworden ist. Das heißt, jede neue Wohnung, die jetzt entsteht, ist kostspieliger. Auch deshalb bin ich froh, dass wir die ersten Wohnungsunternehmen haben, die jetzt mit Wohnraumförderung Wohnungen bauen, also mit der Wohnraumförderung des Landes, damit bezahlbare Mieten entstehen. Auch das ist eine Maßnahme, die wir ganz stark unterstützen müssen. Aber, letzter Satz, das wissen Sie auch, Wohnungen kann ich leider nicht, so schnell geht es leider nicht, wie wir sie jetzt brauchen. So schnell ist eine Wohnung nicht gebaut. Herr Bockhahn hat sich sehr, sehr stark darum bemüht, in den letzten Wochen und Monaten im Bereich modulares Bauen voranzukommen. Also es gibt Modulbauweisen, ich sage es mal einfach vielleicht moderner Plattenbau. Es gibt Modulbauweisen, da kommen die Teile schon gefertigt aus dem Werk. Da kann man deutlich schneller bauen, deutlich einfacher bauen. Und auch da sind wir auf einem guten Weg, uns mit einem entsprechenden Unternehmen zu verständigen, damit wir schneller zu geeignetem Wohnraum kommen. Also ist eine wichtige Aufgabe für uns, aber leider in der Kürze der Zeit, so wie die Wohnungen jetzt brauchen, ist das natürlich keine schnelle Lösung. Vielen Dank. Ich habe da hinten noch eine Frage gesehen. Ich stehe auch. Mein Name ist Günter Post. Ich habe Folgendes. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern 5.800 abgelehnte Asylbewerber, die abgeschoben werden sollen. Diese Abschiebungen, wie wir alle aus der Presse auch erfahren haben, werden nur teilweise vorgenommen. Zum Teil, weil sie in Kriegsgebiete nicht zurückgeführt werden. Denn davon sind alleine schon 570 Ukrainer. Die anderen, das sind dann Iraker, Afghanen und so weiter. So, diese Kriminellen, die sich bei uns, ja, nein, es ist, wenn einer die Presse gelesen hat, dann wird er gesehen haben, ne, dass diese auch so bezeichnet werden, diese aber nicht abgeschoben werden. Und da sind natürlich dann auch die Sorgen der Leute, wenn im Umfeld wieder welche stationiert werden, ne, wie verhalten die sich? Und wie sicher ist dann auch das Umfeld? Und normalerweise sollte man da auch nochmal darauf hinweisen, dass die Politik da mehr Druck macht, dass die, die abgeschoben werden sollen, dass die dann auch tatsächlich abgeschoben werden. Denn dann würden wir auch diese freien Plätze haben, um wieder weitere Asylsuchende unterzubringen. Genau. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass wir uns gegenseitig ausreden lassen und ich bitte darum, bei aller Emotionalität, dass wir uns daran halten. Wir möchten noch weiter im Austausch bleiben. Bei der Anzahl von Personen ist es ganz wichtig und ich gebe an den Senator ab. Vielen Dank. Ich würde gerne noch mal bei der Frage davor ansetzen, weil mir das ganz wichtig ist. Ich habe zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass ich davon ausgehe, dass wir die Containerdörfer nur ein paar Monate oder sonst was haben. Ganz ausdrücklich nicht. Weil Sie das richtig beschreiben, wir haben in Rostock zu wenig Wohnraum und vor allen Dingen zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Denn auch da vielleicht noch mal für alle zum besseren Verständnis. Asylsuchende dürfen Wohnraum bekommen, wenn er bestimmten Kriterien entspricht. Und eins dieser Kriterien ist,
er darf bei weitem nicht teuer sein. Das ist auch relativ normal, weil Asylsuchende empfangen Sozialleistungen genauso wie Menschen, die Bürgergeld bekommen oder wie Menschen, die Grundsicherung im Alter bekommen. Und da ist völlig klar, wenn der Staat, wenn die Gemeinschaft die Miete übernimmt, dann gibt es dafür Grenzen nach oben. Und tatsächlich haben wir in Rostock inzwischen eine ganze Anzahl von neuen Wohnungen, sogar auch von freien Wohnungen. Die sind allerdings alle in einem Preissegment, in dem wir nicht mieten können und dürfen. Und das deswegen auch nicht tun. Und Sie haben recht, wenn es nicht gelingt, dass wir in absehbarer Zeit in Größenordnung bezahlbaren Wohnraum in der Stadt haben, dann wird es schwierig, auf Containersiedlungen oder Wohnschiffe zu verzichten. Was aber auch klar ist, weder Notunterkunft Industriestraße noch eine Sporthalle als Notunterkunft kann eine dauerhafte Lösung sein. Und da werden wir auch alles daran setzen, dass genau das nicht passiert. Das war mir wichtig, das nochmal auf Ihre Frage hin zu sagen. Und zu dem Herrn, der eben gesprochen hat, schauen Sie, das ist legitim, dass Sie, so das, dass Sie das so sehen. Ich habe da ausdrücklich ein anderes Weltbild. Ich glaube, dass jemand, dessen Asylantrag abgelehnt worden ist, noch lange kein Krimineller ist. Und ich finde es ganz wunderbar, dass wir in Deutschland in einem Rechtsstaat leben und der das auch zulässt, dass man bei einem abgelehnten Asylantrag zunächst diese Ablehnung vor dem Verwaltungsgericht angreifen darf. Sie können das im Übrigen genauso damit vergleichen, wenn Sie eine Steuererklärung abgeben und das Finanzamt ist der Auffassung, dass Sie weniger Erstattung bekommen, als Sie der Auffassung sind, dass Ihnen zusteht. Dann haben Sie in Deutschland die Möglichkeit, sich mit dem Finanzamt darüber zu streiten, wer Recht hat. Das ist für Sie ein ganz wunderbares Recht. Das hat für Ihr Leben wahrscheinlich aber deutlich weniger Auswirkungen als die Frage, ob Asylanträge abgelehnt worden sind oder nicht. Und genau da kommen wir an den Punkt von Menschlichkeit. Ich glaube, dass es zutiefst menschlich und nachvollziehbar ist, wenn jemand dafür streitet, in Deutschland bleiben zu dürfen. Wir fühlen uns ja hier auch ganz wohl. Völlig klar ist aber, dass wer hier lebt, sich an Recht und Gesetz zu halten hat. Und da gibt es übrigens den wunderbaren Artikel 3 im Grundgesetz, der heißt, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Der heißt, alle Menschen, nicht alle Deutschen. Und das ist wunderbar. Und daran würde ich mich auch gerne orientieren. Die Frage, ob Ausreisepflichtige ausreichend schnell abgeschoben werden oder ausreichend schnell ausreisen, das ist tatsächlich eine, die müssen Länder und Bund miteinander besprechen. Da hat die Hanse- und Universitätsstadt Rostock, da habe ich überhaupt nichts mit zu tun. Das ist nicht unser Kompetenzbereich. Wir haben in Deutschland eine Organisationsstruktur, wo jede Ebene eigene Zuständigkeiten hat. Die Frage der Rückführung, der Abschiebung gehört nicht in den Aufgabenkreis der Kommunen. Und deswegen ist es legitim, wenn Sie Ihre Meinung hier vortragen. Ich kann Ihnen nur sagen, wir als Stadt werden daran genau gar nichts verändern können. Eine weitere Frage? Ja, genau. Achso. Ja, schönen guten Tag, Kühl, mein Name. Ich habe eine Frage. Und zwei Hinweise. Die Frage als erstes, und zwar, Sie sagen ja, Schulsport findet dort nicht statt. Ja, okay. Es gibt aber auch sowas wie Vorschule und Kindergarten. Und sehr wohl, der Kindergarten und die Vorschule trainieren dort. Und alles, was Bewegungsmotorik ist, die Grundlagen von uns jedem, werden in dem Alter gelegt. Oh. Umso schwieriger finde ich diese Entscheidung natürlich, einem Kita-Kind die Möglichkeit zu nehmen, überhaupt das zu erreichen. Also Sie merken, dass das für mich ziemlich emotional ist. Liegt auch daran, dass mein Junge schon weint, weil er nicht zu Seawolves mehr darf, also zur Wolfisballschule. Und natürlich auch, es gibt ja auch Menschen, die mehrere Kinder haben. Und dann ist es auch so, ja, dann leidet nicht nur ein Kind, dann leidet das nächste Kind, weil auch kein Kitasport mehr so stattfinden kann. Und all das, woran man sich als Kind vielleicht auch jetzt wieder gerade nach dieser Corona-Zeit gewöhnt hat, wo jeder oder viele Kinderärzte, ich kann nicht für jeden sprechen, aber für viele ist es eine sehr belastende Zeit gewesen, die sie in ihren Arztpraxen auch feststellen und wo man auch einen Anstieg von Krankheiten feststellt. Und jetzt fangen wir wieder an, rückschrittig zu werden. Und das bei einem Kind ist
sehr emotional und schwierig. Das ist meine Frage. Dazu werden Sie sich auch schon Gedanken gemacht haben. Und zwei Hinweise, bevor ich Ihnen die Möglichkeit gebe, natürlich darauf wieder zu antworten. Der erste Hinweis ist, das Virogelände in Gelsdorf umfasst ja nicht nur diese Sporthalle, sondern umfasst Schwimmhalle und eine Schießhalle. Sie sagen selber, Sie wissen nicht, wer dorthin kommt, weil keiner kann in die Glaskugel gucken. Ich stelle mir jetzt Traumatisierte, also ich kann auch nicht wieder pauschalisieren, wir haben eine Personengruppe, die ankommt und von dieser Personengruppe sind einige traumatisiert. Jetzt habe ich dort eine Schießhalle, wo ich man hört das auch weiter weg, diese Schüsse, die dort abgegeben werden. Und für mich ist das natürlich auch, ich kann auch dort nicht in die Glaskugel sehen und ich weiß nicht, was das mit denjenigen macht, die dort untergebracht werden, aber ich kann mir vorstellen, wenn ich aus einem Kriegsgebiet flüchte und Schüsse höre, auch wenn die nur abgedämpft sind, dass das was mit dem Körper und der Person macht. Das als Hinweis noch und mein anderer Hinweis ist natürlich, das eine ist natürlich, Leute irgendwo unterzubringen, aber ich muss die Infrastruktur auch wieder hochfahren dann. Gelsdorf hatte mal zwei Buslinien, die wurde reduziert, dann wurde sie wieder leicht hochgefahren in der einen Buslinie, aber nur zu bestimmten Zeiten. Auch das sollte in die Erwägung mit einfließen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Hinweise, Herr Senator Bockern. Ja, vielen Dank. Was die Buslinien betrifft, da gehen Sie bitte davon aus, dass wir mit der RSAG natürlich im steten Gespräch sind und über die Frage der Nahverkehrsanbindung von Gelsdorf, Langenort etc. pp., da könnten wir jetzt trefflich streiten. Ich bin da wahrscheinlich viel mehr auf Ihrer Seite, als ich sein sollte. Ich will das jetzt mir aber auch nicht so einfach machen. Ja, das ist eine Schwierigkeit und Sie haben völlig recht, dass die Nahverkehrsanbindung gerade, wenn man eben kein Auto hat, umso wichtiger ist. Und da bleiben Wünsche offen in der Gegend. Da diskutiere ich auch gar nicht drumherum. Ihr Hinweis bezüglich des Kitasports. Das haben wir natürlich selber auch gesehen und deswegen kann ich Ihnen heute ganz, ganz klar sagen, gerade der Kitasport bekommt Ausweichangebote und zwar prüfen wir da, welche der zwei Optionen, die fest möglich sind, die bessere ist. Also ganz ausdrücklich, der Kitasport, der bisher in der Sporthalle Steuerbordstraße gemacht worden ist, der kann und wird fortgesetzt werden. Das klären wir gemeinsam mit der Kita, aber da gibt es ein Ausweichangebot, damit darauf nicht verzichtet werden muss. Entschuldigung, dass ich nochmal sprechen muss, aber das Schwierige ist natürlich, wenn man drei Sachen erwähnt und dann geht etwas auch unter. Aber das natürlich mit dem Virogelände, Entschuldigung, dass dort drei Teilbereiche sind und dieser Schießbereich, der dort ist, wenn Sie mögen, würde ich mich darüber freuen, wenn Sie mir dazu auch nochmal was sagen können. Vielen Dank. Ja, herzlich gern. Mir fiel es ein, in dem Moment, als Sie wieder aufstanden, stimmt, da war ja noch was. Also, Sie haben völlig recht und danke, dass Sie da auch die Empathie haben, dass wir da natürlich darauf Rücksicht nehmen müssen. Was wir tatsächlich machen können und was wir auch machen, ist, dass wir gucken, wen wir innerhalb der Stadt wo unterbringen. Und das kann gelegentlich sogar auch dazu führen, dass wir Leute aus der einen Unterkunft in die andere Unterkunft bringen, damit wir innerhalb der entsprechenden Unterbringungssituation Rücksicht auf genau solche Dinge nehmen können. Und für uns ist natürlich völlig klar, dass wir da schauen werden, dann insbesondere im Austausch mit der Notunterkunft in der Industriestraße, dass wir genau dieses Thema berücksichtigen können, weil es ist genau so, wie Sie es beschrieben haben, die Vorstellung, dass Menschen, die traumatisiert aus einem Kriegsgebiet kommen, neben einer Schießhalle zu haben, wo man hört, dass geschossen wird, das ist nur die zweitbeste Lösung. Völlig klar, deswegen werden wir darauf Rücksicht nehmen und, das sage ich dann auch nochmal, wir haben ja die Kolleginnen und Kollegen von den Trägern der sozialen Betreuung dabei,
die werden ja mit den Bewohnerinnen und Bewohnern in der Sporthalle dann auch entsprechend arbeiten, um das Ganze auch zu begleiten und aufzufangen und da auch ein Stück weit Sicherheit zu geben. Aber idealerweise, völlig klar, wird man keine traumatisierten Kriegsgeflüchteten neben einer im Betrieb befindlichen Schießhalle unterbringen. Vielen Dank. Ich habe noch weitere Fragen gesehen. Dort. Ja, guten Tag, Anne Hense, mein Name. Ich habe mal eine Frage. Jetzt hier haben wir ja viele Themen jetzt hier rund um die Sporthalle gehabt. Ich komme hier aus dem Osthafen. Mich würde mal da erstmal interessieren, was da genau geplant ist. Sie sagten vorhin, für 200 Bewohner wird dort eine Unterkunft errichtet. Ja, wie lange, oder Bauzeit hatten Sie, wie gesagt, August soll das sein. 200 heißt irgendwie so vielleicht so 2000 Quadratmeter Haus, wird da hingesetzt, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und ja, erzählen Sie mir ein bisschen was davon. Wäre schön. Herr Bockern. Ja, tatsächlich ist es so, dass wir eine Ausschreibung oder eine Interessenbekundung gemacht haben, dass wir nach Industriepartnern suchen, die uns schlüsselfertig ein solches Containerdorf im Osthafen auf einer städtischen Fläche errichten. Die Ausschreibung war insofern erfolgreich, als dass sich mehrere Bieter gemeldet haben und wir dann Entwürfe bekommen haben und natürlich auch Preisvorstellungen bekommen haben. Und das Ganze ist angelegt zunächst auf 2 Jahre. Aber da mache ich auch kein Geheimnis draus, wir haben natürlich Verlängerungsoptionen. Das ist aber auch nichts Ungewöhnliches in diesem Bereich. Dazu habe ich vorhin gerade was gesagt, das muss ich jetzt nicht wiederholen. Wir werden dort eine zweigeschossige Bebauung haben. Das heißt, anders als in Marinier, wo ja nur eine Ebene ist, werden wir hier in die Zweigeschossigkeit gehen. Und selbstverständlich ist es so, dass auch dort Wohnbereiche, Sanitärbereiche, Gemeinschaftsbereiche vorhanden sein werden. Und wie das Ganze gestaltet sein wird, das ist noch derzeit in der abschließenden Planung. Weil zunächst ja die Vergabeschritte nochmal zu machen sind und dann gibt es in aller Regel eine Anpassung, weil auch da wird natürlich auch noch ein Bauantragsverfahren durchzuführen sein. Und in diesem Bauantragsverfahren werden dann ja die abschließenden Details miteinander besprochen. Dann haben wir noch weitere Fragen gesehen. Eine kleine Ergänzung? Ja, na klar. Jetzt haben wir was über den Bau erfahren. Mich würde mal interessieren, der Osthafen ist ja eigentlich groß. Wo genau ist der? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ging es jetzt um den detaillierten Ort, richtig? Ja, da kann der Senator auch gerne noch kurz was zu sagen. Und die Postanschrift ist bei der Knochenmühle. Also es ist eine Freifläche im Osthafen, die im städtischen Besitz ist. Bei der Knochenmühle. Eine nächste Frage. Eins. Ja, guten Abend, liebe Mitmenschen. Guten Abend, Frau Kröger. Hallo, Herr Bockhahn. Mein Name ist Jens Kaufmann. Ich möchte einer Aussage als Mensch widersprechen, dass dieses Land auf Zuwanderung angewiesen ist. Ich will das nicht weiter thematisieren. Die Situation ist so, sie ist aber Folge einer 30- bis 40-jährigen Politik auf Bund, Land und kommunaler Ebene. Nicht Asylsuchende aufzunehmen und auch hier, ein bisschen höher, so. Ich stelle das grundsätzlich nicht in Frage, nicht, dass wir da auf so eine schiefe Ebene kommen. Herr Bockhahn hat gesagt, die Pflicht, schutzbedürftige Asylsuchende aufzunehmen, ist nicht verhandelbar. Das heißt also, das wird vom Bund übers Land auf die Kommune übergeben und es könnte bedeuten, dass die Kommune damit zum reinen Befehls- oder Verordnungs- oder Anordnungsausführer wird. Wo ist der Souverän? Wo sind die Menschen? Die kommunale Ebene ist von den Menschen,
Menschen in diesem Raum zum Beispiel gewählt. Das heißt, die Kommune hat doch zuerst die Menschen dieses Raumes zu fragen. So, den Menschen muss man helfen. Also, wie soll das weitergehen? Jetzt werden 5.000, 10.000 Menschen hier nach Deutschland, wird uns zugeteilt. Fragen Sie die Menschen, wie sie damit umgehen. Wo spielen die Menschen im Vorfeld eine Rolle? Und nein, keine Schulhallenschließung. Keine Schulhallenschließung. Das ist das Schlimmste, was Sie machen können. Damit komme ich zum Ausgangspunkt zurück. Warum brauchen wir denn Zuwanderung? Weil wir viel zu wenig für die Kinder tun. Für die Kinder, für die Kinder und für die Kinder. Und Schulhallenschließung nach 2,5 Jahren Corona, bitte etwas anderes. Bitte etwas anderes. Dankeschön. Gut, das Statement haben wir vernommen. Herr Senator Bockern, möchten Sie darauf eingehen, antworten? Ja, unbedingt. Ich bin ja auch dafür, dass wir ganz viel für Kinder und Jugendliche machen. Deswegen tun wir das ja auch in Rostock, Herr Kaufmann. Das wissen Sie doch auch. So ist es beispielsweise so, dass wir ein kostenloses Schülerticket haben. Versuchen Sie das mal irgendwo anders in Deutschland zu finden. Die Kommune bezahlt jedes Jahr knapp 5 Millionen Euro, damit wir das tun. Wir haben in Rostock beispielsweise Sporthallen, die sind für Vereine so preiswert, weil wir als Stadt nämlich über 96% der Kosten für eine Sporthalle übernehmen und der Verein nur etwa 4% von den Kosten einer Sporthalle zu tragen hat. Darüber hinaus werden die über 200 Vereine, die im Rostocker Stadtsportbund vertreten sind, in Größenordnung finanziell unterstützt, damit sie sich auch das leisten können. Natürlich geht immer mehr. Aber wissen Sie, zu sagen, wir müssen mehr für die Kinder machen, das geht immer. Ich sage auch immer wieder gerne, dass wir mehr für den Klimaschutz tun müssen und dass wir insgesamt mehr für soziale Gerechtigkeit tun müssen. Das ist auch eine wahnsinnig anschlussfähige Aussage. Da kann ja auch keiner was dagegen haben. Die Umkehrung wäre ja, hört auf, was für Kinder zu tun. Das sagt ja auch keiner. Das wäre ja auch komisch. Aber ich würde Sie einfach bitten, nicht den Anschein zu erwecken, als ob hier nichts für Kinder getan werden würde. Und das bei einer Diskussion, wo es darum geht, Menschen, die geflüchtet sind, Schutz zu gewähren. Das sieht nämlich ein bisschen so aus, als ob man Dinge gegeneinander stellt. Und das will ja keiner. Wenn so ein Eindruck entstünde, das wäre ja unschön. Und dann will ich gerne fortsetzen, weil Sie die Frage aufgemacht haben, wer denn den Souverän fragt. Herr Kaufmann, das ist ja zwischen uns beiden ein offenes Thema, wie das so läuft mit der parlamentarischen Demokratie und wie das mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung so ist. Und also ich habe mir das Grundgesetz angeguckt. Ich glaube ja, dass es gültig ist. Und da ist relativ klar geregelt, dass es in regelmäßigen Abständen Wahlen gibt. Sie haben ja an einer solchen neulich auch teilgenommen. Und da haben Sie dann alle Unterstützung von allen bekommen, die der gleichen Auffassung waren wie Sie. Und ganz viele haben eine andere Auffassung gehabt. Und das muss man dann irgendwann ja auch mal akzeptieren können. Und tatsächlich ist es so, dass die repräsentative Demokratie in Deutschland so funktioniert, dass es Wahlen gibt. Da werden Vertretungen gewählt. Das ist in Rostock die Bürgerschaft. Und das ist im Land der Landtag. Und das ist im Bund der Bundestag. Und dann gibt es noch das Europäische Parlament. Das wollen wir bei der Gelegenheit nicht vergessen. Und ja, dann ist es genau so, dass Bund und Länder gesetzgebende Kompetenz haben und die Kommunen in aller Regel das ausführende Organ sind. Und das ist auch in dieser Frage so. Und deswegen hilft es auch gar nicht, wenn Sie da polemisch diese Frage stellen. Ja, die Hanse- und Universitätsstadt Rostock, deswegen habe ich es genau so gesagt, wie ich es gesagt habe, hat keine Möglichkeit, irgendeine Aufnahme zu verweigern oder zu verwehren oder sonst was, sondern wir haben aufzunehmen. Und ich kann nur noch mal sagen, da sind wir in Mecklenburg-Vorpommern als Kommune in einer sehr komfortablen Situation. In Thüringen bekommen die Kommunen gar nichts erstattet, Niedersachsen oder Sachsen beispielsweise nur etwa die Hälfte. Und wir sind in der vollen Erstattung. Und ich finde, dann kann man sich dieser Aufgabe auch stellen. Und dass wir keine Schulsporthallen schließen wollen, das habe ich jetzt mehr als deutlich nicht nur einmal gesagt, dass wir auch Sporthallen, die nicht im Schulbetrieb, sondern nur im Vereinsbetrieb sind, nur höchst ungern schließen. Das ist, glaube ich, auch klar geworden. Aber man kann es immer noch mal sagen, dass man es nicht gut findet. Das kann ich übrigens auch sagen. Es bringt uns nur an dieser Stelle nicht weiter. Ja, vielen Dank. Bei aller Emotionalität, damit alle auch verstehen, was der ein oder andere hier mit uns gemeinsam besprechen möchte, empfehle ich, dass wir
wirklich auch miteinander in den Austausch gehen. Und wir gucken jetzt auch nochmal in die andere Richtung des Saals. Da werden nämlich auch die Ärmel nicht gerade leichter. Hallo. Bitteschön. Ja, Caroline Häusler, mein Name. Wie ihr seht, sind wir heute in großer Masse vertreten. Ich bin immer ein sehr emotionaler Mensch, weil ihr glaubt gar nicht, was das mit unseren Kindern macht. Es ist so oft angesprochen worden. 80% unseres Vereins besteht aus Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren. Und denen wird ihre Sportheimat gerade mal weggenommen. Wir haben keine Alternativen. Es gibt in Rostock keine Sportstättenalternativen. Es ist schön, dass 96% der Kosten übernommen werden, aber wie, wenn keine Kapazitäten da sind? Es existieren keine freien Hallen. Und wir mussten mit unseren Kids 5 Monate im Online-Training, 2x wöchentlich, das Training vollenden, weil Corona es anders nicht zuließ. Und wie, Herr Bockhahn, erklären Sie unseren Kindern, dass wir wieder den Trainingsbetrieb einstellen sollen? Ehrenamt wird großgeschrieben. Gemeinnützigkeit wird großgeschrieben. Kinder- und Jugendarbeit wird großgeschrieben. Es wird immer wieder debattiert darüber, dass mehr für Kinder und Jugendliche getan werden muss. Und Sie nehmen uns das gerade weg? Wir haben keine Alternativen. Wie sollen wir in kürzester Zeit von einem Zeitraum von 1,5 Wochen, und es tut mir leid, dass ich laut werde, ich bin ein sehr impulsiver Mensch, wie sollen wir in 1,5 Wochen unseren Kindern Alternativen bieten? Es funktioniert nicht. 80 Kids im Schnitt stehen jetzt wöchentlich auf der Sportstraße und können ihren Sport nicht nachgehen. Wir sind auf Hallen angewiesen. Und es kann nicht sein, und ich verstehe, dass das Politik gemacht werden muss, und ich verstehe auch, dass Politik durchgeführt werden muss. Aber Gott verdammt mich, kann das, was in der Welt passiert, nicht ständig auf den Schultern unserer Kinder ausgetragen werden? Das funktioniert beim besten Willen nicht. Und ich spreche hier nicht nur als Vertreterin der Predators Cheerleader und als Coach, ich spreche als Mutter. Meine eigene Tochter ist davon betroffen und habe wieder ein weinendes Kind zu Hause zu sitzen, der ich erklären muss, Kind, du kannst deine Mädels im Training nicht sehen, weil die Hansestadt Rostock, und ich mache niemand anders tatsächlich einen Feind, nicht der Viro, nicht die Menschen, die hilfsbedürftig sind und diese Hilfe brauchen, aber das kann beim besten Willen nicht die Lösung sein. Es tut mir leid, aber das kann es nicht sein. Und zu dem Thema, dass auf uns zugegangen wird, warum handelt man nicht im Vorhinein deeskalierend? Warum müssen wir das durch die öffentliche Presse erfahren? Niemand ist auf uns zugekommen. Niemand hat das Gespräch zu uns Vereinen gesucht. Und von wegen, dass gesagt wird, dass das die Halle ist mit der wenigsten Nutzung, der Zoll ist da drinne. Sämtliche Kindersportarten sind da drinne. Fußballvereine sind in diesem. Wir haben die Schwimmhalle nebenan, in dem Schulsport stattfindet. Wie soll das gewährleistet werden? Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dankeschön. Vielen Dank, der Senator. Also nochmal, ich verstehe die Emotionalität. Das ist für mich überhaupt nicht schwer, das nachzuvollziehen. Und Sie wissen, dass ich selber eine sehr große Affinität zu Sport habe. Damit der Senator auch verstanden wird, wirklich. Ich möchte Sie bitten, dass wir uns gegenseitig zuhören. Das ist wirklich wichtig. Wir sind sehr viele Leute hier und es wäre ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig aussprechen lassen, weil nur dann kann jeder hören, was der Senator sagen möchte. Wenn Sie uns nicht verstehen, hier ist noch vorne ein Platz frei. Ich lade Sie ein, nach vorne zu kommen. Vielen Dank, Frau Liese. Also ich kann auch sagen, ich kann gar nicht lauter reden. Das würde nicht funktionieren. Nun denn, also nochmal. Ich kann die Emotionalität total gut verstehen und ich kann auch wunderbar verstehen, dass Sie sauer sind. Das ist auch keine schöne Situation, weil natürlich alles, was Sie sagen, nach Corona gerade wieder angefangen und jetzt wieder eine Unterbrechung. Das ist nicht schön und da habe ich vollstes Verständnis dafür. Überhaupt keine Frage. Ich möchte nur auf einen Punkt hinweisen. Es ist doch gar nicht gesagt, dass Sie gar kein Training machen können, sondern ich habe vorhin mehrfach schon zum Ausdruck gebracht, dass die Vereine, die dort in dieser Halle sind,
in Größenordnung Alternativen angeboten bekommen, weil wir uns genau damit in den letzten Tagen auch schon sehr intensiv befasst haben. Das Amt für Sportvereine und Ehrenamt hat sehr wohl die Belegungsplanung durchgeschaut. Wir haben auch mit anderen Nutzern in anderen Sporthallen gesprochen, inwiefern sie sich zusammenrücken oder inwiefern sie zusammenrücken können, damit wir Kapazitäten frei bekommen, damit wir Ausweichmöglichkeiten schaffen können. Das tun wir alles. Und dass wir das nicht gemacht haben, bevor wir das nicht fertig haben, das ist auch relativ klar. Und ich habe vorhin schon mal ganz klar formuliert, dass ab morgen das Amt für Sportvereine und Ehrenamt auf die Nutzerinnen und Nutzer zugeht. Und Sie haben tatsächlich recht, dass auch der Zoll zum Beispiel davon betroffen ist. Aber den Zoll trifft das dann genau in der Form, wie Sie es beschrieben haben. Er kann dann für diese Zeit die Sporthalle nicht nutzen. Die Kolleginnen und Kollegen müssen dann anders Sport machen. Das ist tatsächlich so. Es betrifft nämlich ausdrücklich nicht nur Kinder, sondern es müssen da alle irgendwie ein Stück zusammenrücken. Die Schwimmhalle im Übrigen ist nicht betroffen. Der Schwimmunterricht in der Sporthalle Schwimmhalle Gehlsdorf kann unverändert fortgesetzt werden. Da gibt es überhaupt gar keine Einschränkungen. Deswegen nochmal, ich kann Ihnen das jetzt nicht en Detail sagen, wie das für Ihren Verein aussieht. Da sehen Sie mir bitte nach. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich in den letzten Tagen ein bisschen eingeschränkt war. Das ist keine Ausrede. Ich weiß allerdings, dass die Kolleginnen und Kollegen, die dafür zuständig sind, sich engagiert Gedanken gemacht haben und dass wir gerade eben für den Bereich des Kinder- und Jugendsportes uns sehr genau Gedanken gemacht haben, wie wir da Alternativen anbieten können. Vielen Dank. Hier vorne ist noch eine Frage. Ja, guten Tag. Felix Winter ist mein Name. Ich komme aus dem Bereich, der eher der Bereich ist, wo das Wohnschiff hinkommt, wenn es denn hoffentlich kommt. Und meine Frage ist, zum einen, was kann man denn tun, um die Stadt dann dort zu unterstützen, dass die Integration da irgendwie gelingt? Also gibt es da irgendwas in dem Bereich, was man machen kann? Auch vor dem Hintergrund, dass wahrscheinlich ja diese Containersiedlung, die jetzt hier in Osthafen kommt, ja mindestens 2 Jahre stehen wird, wenn ich das gehört habe. Gibt es da Dinge, die man dazu beitragen kann, dass das möglichst konfliktfrei abläuft? Also gibt es Dinge, wo die Stadt vom Ehrenamt irgendwelche Unterstützung braucht? Und die zweite Frage, Sie haben ja auch deutlich gemacht, dass wenn es Alternativen zu der Turnhalle gäbe, die genutzt werden würden. Und daher die Frage, wie müssten denn solche Objekte sein, die man an die Stadt herantragen kann, damit die für die Unterbringung genutzt werden können? Damit solche Fälle wie jetzt hier diese Turnhalle, damit das nur möglichst kurz geschieht oder und dann hoffentlich nie wieder. Also diese 2 Fragen hätte ich. Herr Bockhahn. Frau Liese, da wäre mein Vorschlag, dass Herr Knose jetzt mal sein gesammeltes Wissen mit uns teilt, weil ich glaube, da ist es am besten, wenn der Praktiker darüber spricht, was er den ganzen Tag tut. Machen wir so. Einmal vorweggenommen zu dem Thema Integration. Natürlich sind wir dankbar über jegliche Unterstützungsangebote, die wir bekommen. Das ist so und da haben wir sehr gute Erfahrungen im Übrigen bei allen anderen Standorten machen dürfen. Und das wissen ja auch die Kolleginnen und Kollegen, die hier gerade für den Bereich der sozialen Betreuung bei uns sind, dass wir auch sehr viele Bürgerinnen und Bürger der Hanse- und Universitätsstadt Rostock haben, die uns unterstützen in der täglichen Integrationsarbeit. Und da sind natürlich auch solche Angebote wie von Ihnen herzlich willkommen. Das ist das eine. Und das andere, Herr Knose wird gleich nochmal verdeutlichen, in welcher Art und Weise wir solche Angebote prüfen. Wichtig ist mir zu sagen, das tun wir auch täglich. Also auch hier nochmal, wir haben auch großartige Anmietungsmöglichkeiten schon erhalten, die wir geprüft haben und umsetzen konnten. Wir haben sehr viele Wohnungen gefunden, die wir direkt auch übermitteln konnten. Also das ist wirklich so, dass wir jede Anfrage, die bei uns reinkommt im Amt, kurzfristig, und das meine ich wirklich kurzfristig, Vor-Ort-Termine machen, uns das angucken und versuchen natürlich alles anzumieten, was möglich ist, um solche Situationen wie jetzt zu vermeiden. Und das ist uns letztendlich auch bis heute bzw. bis nächste Woche gelungen. Aber jetzt kann Herr Knose noch mal im Detail was dazu sagen. Ja, also Herr Winter, wir haben von Ihnen ja als Ortsbeirat schon Vorschläge bekommen. Zur Frage, was kann es sein, kann ich Ihnen nur sagen, letztlich alles das, so wie Frau Liese gesagt hat, alles das, was Ihnen vorschwebt, können Sie uns mitteilen. Wir prüfen wirklich alles. Idealerweise, also was
mir im Amt schwerfällt, ist, einen Eigentümer zum Beispiel herauszufinden. Also das dauert ein bisschen, schaffen wir aber auch. Idealerweise, wenn Sie sowas haben, eine Fläche schwebt Ihnen vor oder ein Gebäude, dann senden Sie es einfach an die Stadtverwaltung und das kommt schon zu uns. Wir beschäftigen uns jede Woche mit denen, also jede Woche mittwochs gehen wir alle Vorschläge durch. Wir machen Vororttermine gemeinsam mit der Feuerwehr, Brandschutz wurde schon angesprochen. Wir beteiligen auch die Versorger, weil es oftmals auch stillgelegte Gebäude sind. Auch das ist nicht ganz so einfach. Unseren Eigenbetrieb, den KOE, beteiligen wir ebenso. Und das ist das, was wir gerade täglich tun. Also wie gesagt, 4 Vorschläge haben wir von Ihnen bekommen. Ein Ortsbeirat hat noch Vorschläge gemacht. Die Ortsbeiräte sind in dem Fall übrigens absolut wichtig für uns, weil das ist natürlich ein Gremium, was viel näher am Ortsteil dran ist und wo auch sehr gute Vorschläge kommen können. Dann haben wir noch eine weitere Frage. Erstmal den Herrn dort hinten, der hat sich wirklich jetzt schon sehr lange gemeldet. Dort bringen wir einmal das Mikrofon hin. Ja, Schmitz, guten Tag. Seit Beginn der illegalen Massenzuwanderung im Jahr 2015 ist ja allgemein bekannt, dass es eine entsprechende Hintergrundagenda gibt, wie sie etwa vom World Economic Forum oder auch der UN im UN-Migrationspakt festgeschrieben ist. Für Rostock ergibt sich doch daraus folgende Konsequenz. Der Zustrom, der übrigens im Wesentlichen illegal ist, nicht gesetzmäßig ist, sollte Herr Böckmann auch wissen, der wird nicht abreißen. Und der Versuch, diesen Zustrom hier in Rostock zu bewältigen, der gleicht dem Versuch, aus einem Feuerwehrschlauch zu trinken. Ja? Sie werden, wenn Sie sich zusammenreißen und wirklich die letzte Turnhalle dann noch blockiert haben, belegt haben, dann wird man Ihnen das Dreifache zuweisen. Können, dann eben das Achtfache. Es hört nie auf. Es hört so lange nicht auf, bis hier alle Ressourcen vor Ort erschöpft sind, bis Rostock arm ist wie eine Kirchenmaus. Und jetzt meine Frage an die neue oberbürgermeisternde Person, Brüdgermscher Neusprech, und auch an den Herrn Senator. Wann ist der Punkt erreicht, wo Sie widersprechen, wo Sie sagen, wir wollen nicht mehr, wir können nicht mehr? Oder spielen Sie dieses Spiel bis zum Ende, bis alle Ressourcen erschöpft sind, weil Sie das vielleicht aus ideologischen Gründen so möchten und wollen? Ich würde mal anfangen. Also wir wollen ja ehrlich miteinander sein, da mache ich jetzt aus meinem Herzen keine Mördergrube. Das ist jetzt politisch grundsätzlich nicht ganz so meine Einstellung, aber wir kennen das ja, also auch darüber sprechen wir miteinander. Vielleicht noch mal ein paar Zahlen. Ich war heute, bevor wir uns jetzt hier getroffen haben, in Schwerin. Die Ministerpräsidentin hatte zum Flüchtlingsgipfel eingeladen, das heißt, die Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen, also Schwerin, Rostock und die Landkreise waren da mit den Landräten und ich war auch da, weil wir uns darüber unterhalten haben, also wie können Land und Kommune zusammen die Aufgaben, die sich bei der Unterbringung und Versorgung Schutzsuchender ergeben für eine Gesellschaft, für eine Verwaltung, für eine Zivilgesellschaft, wie können wir das zusammen schaffen und wie können wir diese Aufgaben stemmen? Der Minister hat uns auch mal ein bisschen darüber informiert, wie die Zahlen aussehen. Sie haben ja vorhin die Zahlen von Herrn Bockhahn für Rostock gehört, was vielleicht auch hilft. Sie verfolgen ja auch die Medienberichterstattung. Ist vielleicht noch mal ein Blick aufs ganze Land. Also wir haben letztes Jahr 4.700 Asylsuchende in Mecklenburg-Vorpommern gehabt und dazu kamen dann noch 22.000 Ukrainerinnen und Ukrainer, die vor dem Krieg Schutz gesucht haben. Und seit Januar, jetzt diesen Jahres 2023, sind 1.815 Menschen nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen und ungefähr die Hälfte von ihnen sind Ukrainerinnen und Ukrainer. Die Zahlen, die wir 2015 zu bewältigen hatten, wir haben darüber heute auch schon kurz gesprochen, waren deutlich höher. Also bewegen uns jetzt im Schnitt in Mecklenburg-Vorpommern ungefähr bei so 20-22% der schutzsuchenden Zahlen, die wir 2015, 2016 hatten. Fakt ist, und dazu kann man unterschiedliche politische Einstellungen haben, ich habe eine, aber Fakt ist, dass es unsere gesetzliche Pflicht ist, und noch leben wir Gott sei Dank in einem Rechtsstaat. Es ist unsere gesetzliche Pflicht, Schutzsuchende zu versorgen. Und ich will dazu sagen,
Das sind Asylbewerberinnen und Asylbewerber, das sind schutzsuchende Menschen. Sprechen Sie mit den Menschen, versuchen Sie Kontakt aufzunehmen. Ich habe das Glück, mein persönliches Glück, dass ich das seit vielen Jahren machen kann, weil ich politisch aktiv bin und ich habe in der Zeit sehr viel darüber gelernt, warum Menschen zu uns kommen, weil sie sich zu Hause nicht mehr sicher fühlen oder nicht sicher sind. Wir müssen gemeinsam stadtweit diese Aufgabe organisieren und das, was wir heute besprechen, die Turnhalle, das Containerdorf im Osthafen, ist ein Puzzleteil von sehr, sehr vielen. Die ganze Stadt ist mit dieser Aufgabe betreut und das versuchen wir auch stadtweit zu machen. Wir versuchen das stadtweit zu schultern, keine lokalen Überbelastungen zu haben, sondern stadtweit hier gemeinsam mit den Einwohnerinnen und Einwohnern die Unterbringung, die Versorgung und die Integrationsleistungen zu besprechen. Denn das ist das, was für uns als Stadtverwaltung wichtig ist, was mir wichtig ist, Herrn Bockhahn, den Kolleginnen und Kollegen und auch dem Land, dass die Infrastrukturen, die wir haben als Stadt, für alle Einwohnerinnen und Einwohner im Übrigen, dass sie das leisten können und dass sie das tragen können. Und das ist das, was wir versuchen. Keiner von uns stellt morgens die Füße aus dem Bett und überlegt sich leichtfertig, wie wir Menschen unterbringen, die zu ihrem Schutz zu uns kommen. Das ist eine wirklich, wirklich schwierige Aufgabe. Und ich möchte gerne nochmal auf Sie reagieren. Wo sind Sie? Da. Weil der Redebeitrag, den Sie gehalten haben, das hat mich auch berührt, muss ich sagen. Ich kann das insofern nachvollziehen, weil ich während der Corona-Pandemie familienbedingt und auch im Freundeskreis sehr viel mit Kindern zu tun hatte, die keinen Sport mehr machen konnten. Das war schlimm, das war wirklich traurig und das hat die Familie und uns also viel Kraft und auch Zeit gekostet, für Alternativen zu sorgen und den Kindern einen Ausgleich zu geben. Und für ein Kind, also das ist auch immer für eine Familie eine Herausforderung. Und da haben wir wirklich großes Verständnis für. Und wie beantwortet man diese Frage? Ja, wenn deine Püppi oder der kleine Spatz weint vor dir steht und wissen will, warum er keinen Sport machen kann, wie erklärst du das als Elternteil? Und wie weit gehst du? Und wie weit belastest du im Zweifel auch das Kind mit der Wahrheit, die Geschichte zu erzählen, dass da Menschen sind, die jetzt in der Turnhalle schlafen müssen, weil sie beispielsweise vom Krieg in der Ukraine geflohen sind? Das ist ganz schwierig zu erklären. Und ich sage Ihnen das deshalb, weil ich das auch als Mutter, auch als Frau zu 100% nachvollziehen kann. Also bin da emotional zu 1000% bei Ihnen. Die Übersetzung ist nur leider so einfach, wie sie schmerzhaft ist. Wenn wir es vermeiden könnten, wenn wir eine andere Lösung hätten, glauben Sie mir, wir würden sie nehmen. Eine Turnhalle aufzumachen, ist wirklich eine ganz schwierige Entscheidung und niemand von uns macht das gern. Herr Bockhahn nicht und die Kolleginnen und Kollegen im Amt auch nicht, weil nämlich genau das das Resultat ist. Aufgebrachte Einwohnerinnen und Einwohner, die wütend sind, die enttäuscht sind, die mit ihren Kindern reden müssen, mit ihren Jugendlichen und wir haben ja auch Erwachsene, die davon auch betroffen sind. Und natürlich ist das eine Wut, die wir uns für unsere Rostockerinnen und Rostocker nicht wünschen. Und wir sind ja nicht nur hier, um sie mit den Tatsachen zu konfrontieren oder um ehrlich und transparent zu sein, sondern tatsächlich sitzen wir auch hier, weil wir um ihr Verständnis bitten. Wir bitten um ihr Verständnis und vor allem um ihr Vertrauen, ich weiß, dass das schwierig ist, dass wir uns diese Entscheidung überhaupt nicht leicht machen und dass das alles 10-mal gedreht und gewendet und überlegt und abgewogen ist. Jedes Mal denken wir darüber nach und bitte, da muss ich ein bisschen um Vertrauen bitten. Ich weiß, dass es schwierig ist. Ich bin da emotional wirklich zu 100% bei Ihnen. Danke, aber ich habe für vieles Verständnis und wir wären als Verein oder auch als alle Vereine die Letzten gewesen, mit denen man nicht hätte reden können. Wir möchten nicht mit den Menschen in Kriegsgebieten tauschen. Aber warum spricht man, Gott verdamme ich, nicht vorher mit uns? Sie sagen, Sie wollen uns nicht vor vollendete Tatsachen stellen, aber Sie tun es doch gerade. Sie tun es doch aber gerade. Ist doch einfach gar nicht vorher mit uns ins Gespräch gegangen. Man hätte sich gemeinsam mit dem Betreiber der Halle der Viro, man hätte sich gemeinsam mit der Hansestadt an einen Tisch setzen, an einen Tisch setzen können und darüber reden können, gemeinsam Alternativen zu finden. Und jeder, der sich im Vereinssport in Rostock auskennt, weiß, dass die Hallen proppenvoll nahtlos belegt sind. Es gibt nicht wirklich Alternativen. Und da ist es schwierig, Vertrauen zu fassen, ganz ehrlich. Also so gerne ich das auch möchte und ich bin wirklich ein Mensch, ich höre mir gerne beide Seiten an. Aber da ist es schwierig, wirklich Vertrauen zu fassen. Ich
Ich würde jetzt auch noch mal in die Richtung des Senators gucken. Vielleicht informieren wir noch mal kurz über das Verfahren. Was ich Ihnen aber auch noch mal sagen kann, ist das, was der Senator ja wiederholt auch mitgeteilt hat, dass wir uns an Sie wenden, alles möglich machen werden mit den Kolleginnen und Kollegen. Und wie ich Ihnen auch mitgeteilt habe und auch der Senator, ist es einfach so, dass wir alle Möglichkeiten überprüft haben, mehrfach. Und wir wussten, dass egal welche Alternative wir prüfen, genau diese Dinge dann letztendlich hier auf den Tisch kommen. Denn es ist selbstverständlich, wie Sie reagieren. Das wäre für uns nichts anderes. Und glauben Sie, das waren keine einfachen Entscheidungen, die wir treffen mussten. Aber, und das ist ganz klar, wir werden nach größter Möglichkeit, und das hat der Senator ja auch transparent gemacht, versuchen, Alternativen anzubieten. Und dann werden wir morgen und dementsprechend nach dieser Veranstaltung direkt die Gespräche aufnehmen. Und das kann ich Ihnen versprechen. Ja, mein Name ist Axel Lüdecke, ich bin 68 Jahre. Ich wohne jetzt seit 17 Jahren hier in Gesdorf, kenne Gesdorf aber schon seit 1971 als ehemaliger Lehrling bei der Deutschen Seereederei. Meine Frage an unseren jungen Senator, Herr Bockan, Sie hatten vor längerer Zeit mal ein Gebäude der DSR, also dieses Verwaltungsgebäude, Ausgang Gesdorf-Krummendorf mal so angepriesen, und das ist ja auch eine Zeit lang als Flüchtlingsunterkunft genutzt worden. Leider ist es jetzt leer, weil es irgendwelche Zwistigkeiten zwischen der Hansestadt und dem ehemaligen Betreiber gab. Warum nimmt man nicht dieses Gebäude wieder in den Blick und bringt das in Ordnung, und dann bräuchte man diese Turnhalle nicht nutzen? Ansonsten kann ich mich nur der Ausführung der jungen Frau hier, die eben gesprochen hat, anschließen. Und ja, vielleicht können Sie darauf antworten. Ich bin auch Betroffener, der die Turnhalle dort mit nutzt. Und ich frage mich, wie soll das funktionieren? Bei uns fängt der nächste Sport kommenden Montag an. Ich weiß nicht, wann Sie nachher, ich weiß nicht, jetzt haben wir es 8 Uhr oder 8:45, wann Sie da nachher noch mit irgendwelchen Leuten von Krankenkassen reden möchten, das kann ich mir nicht vorstellen. Danke. Herr Bockan. Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Also, ich fange nochmal bei der Sporthalle an und sage nochmal ganz deutlich, ich verstehe da allen Unmut. Ich weiß selber, wie ich das doof fand, wenn die Sporthalle, in der ich gerne Sport gemacht habe, mal nicht zur Verfügung stand. Ich weiß genau, wie blöd meine Kinder das finden, wenn die Sporthallen, in denen sie Sport machen, gerade nicht zur Verfügung stehen, weil entweder was repariert werden muss oder weil eine andere Nutzung gerade drin ist. Das passiert ja ab und an. Und deswegen ist das für mich alles wirklich sehr real erlebbar. Und wer auch nur ansatzweise eine Ahnung davon hat, wie sehr ich Sport liebe und wie großartig ich das finde, wenn Menschen Sport machen und dann noch in einem Verein, der kann sich vorstellen, wie schwer mir das fällt, zu entscheiden, dass wir eine Sporthalle schließen. Also das mache ich mir nicht leicht. Gehen Sie davon aus, dass wir keine andere Wahl hatten. Ich kann das noch dreimal sagen. Es wird emotional dadurch nicht schöner. Das ist wahr. So, und dass das ein Einschnitt ist und dass das auch holpert, das werde ich gar nicht wegdiskutieren. Also ich bin ja durchaus in der Lage, das wahrzunehmen, und das ist für mich auch nicht überraschend. Wir gucken, dass wir das so milde wie möglich gestalten, und ich kann nochmal sagen, wir haben dafür ja konkrete Angebote und konkrete Ideen entwickelt, und die Kollegen aus dem zuständigen Fachamt werden morgen mit allen Vereinen sprechen und ihnen sagen, was wir ihnen anzubieten haben, und denen wir nichts anbieten können, das auch sagen, und dann aber gemeinsam nochmal schauen, ob wir miteinander eine Lösung finden. Das kann ich nur eben, auch da bleibe ich bei dem, was ich eingangs auch schon gesagt habe, nicht für alle versprechen. Was das Gebäude in Langenort betrifft, mit Augenzwinkern möchte ich sagen, ich bin überrascht, dass die Frage so spät kommt. Tatsächlich ist das Gebäude durch uns 2016 in die Nutzung genommen worden. Es gehörte nicht uns, sondern wir haben dort einen Mietvertrag mit einer Gesellschaft geschlossen, der das Gebäude gehörte.
Diese Gesellschaft hat das Gebäude für uns herrichten müssen, weil es war ein Bürogebäude und ist dann umgebaut worden eben zu einer Gemeinschaftsunterkunft. Tatsächlich ist es so, dass wir nach wie vor einen laufenden Rechtsstreit haben. Deswegen kann ich nicht zu detailliert über die einzelnen Punkte sprechen. Was ich Ihnen aber sagen kann, ist, dass es im Kern darum geht, ob der Eigentümer das Gebäude so hergerichtet hat, dass es dazu geeignet war, als Gemeinschaftsunterkunft genutzt zu werden, oder ob er das eben nicht getan hat. Wir sind einschließlich unseres Fachanwalts ganz feste Auffassung, übrigens auch einschließlich von Bausachverständigen, dass die Herrichtung dieses Gebäudes 2015-16 grob mängelbehaftet war, was dazu geführt hat, dass das Gebäude heute als Gemeinschaftsunterkunft nicht nutzbar ist. Und wir haben ja heute auch Vertreter der Malteser bei uns, die haben diese Einrichtung betrieben. Und ich darf Ihnen sagen, wenn Ihnen eine Hilfsorganisation wie die Malteser sagt, wir stellen den Betrieb in dieser Einrichtung ein, wenn den Baumängeln nicht abgeholfen wird, oder wir ziehen uns aus dem Auftrag zurück, weil wir können das nicht mehr ertragen, dass Menschen in diesen Bedingungen leben müssen, dann hat das eine Bedeutung. Und es ist genau so gewesen, und das kann ich den Maltesern auch nicht vorwerfen, weil ich habe mir das Gebäude auch angeguckt. In diesem Gebäude können keine Menschen leben. Es ist völlig durchnässt, es ist völlig von Schimmel überzogen und es würde vermutlich vom Gesundheitsamt auch nicht freigegeben werden. Deswegen seien Sie sicher, wenn es eine Option gewesen wäre, das Gebäude wieder in die Nutzung zu nehmen, dann wäre es völlig egal, ob der Eigentümer und ich uns nicht leiden können, dann würden wir es tun. Aber es ist keine Option, weil das Gebäude nicht bewohnbar ist. Genau deswegen sind wir da auch zum 31.12. ausgezogen. Hallo, Grave mein Name. Ich komme auch vom SV Dynamo Rostock. Ich habe einen Vorschlag. Anstatt die Turnhalle wurde die Messehalle angefragt. Wurde die Messehalle angefragt, wo damals die Impfungen stattfanden? Warum kommt die Hansestadt dem Verpächter oder Verwalter nicht entgegen, vielleicht Sanierungsarbeiten vorzunehmen, um dort wieder welche unterzubringen? Selbstverständlich haben wir uns auch damit beschäftigt. Aber es wird Sie jetzt nicht überraschen, wenn ich Ihnen sage, da gibt es dann doch noch ein paar Unterschiede, ob man die Messehalle mit über 10.000 Quadratmetern nutzt und dann wieder gleich klar ist, dass das eine riesengroße Unterkunft wird. Im Übrigen ist das auch ein riesengroßer Eingriff, denn da findet natürlich auch sehr viel statt. Da gibt es Messen, die dort stattfinden. Da gibt es Veranstaltungen, die dort stattfinden. Da gibt es Kongresse, die dort stattfinden. Die können dann dort alle auch nicht stattfinden. Tatsächlich können Sie jetzt völlig berechtigt antworten, genauso wie dann der Vereinssport in der Sporthalle in der Steuerbordstraße jetzt nicht stattfinden kann. Aber trotzdem sind das eben tatsächlich unterschiedliche Dinge. Und da haben wir uns mit den Kollegen aus dem Rechtsamt lange und intensiv auch drüber unterhalten. Und mal abgesehen davon, dass die Messehalle für die Bedarfe, die wir jetzt akut brauchen, viel zu groß ist, ist es auch für die Form der Unterbringung deutlich unangenehmer, als wenn man in einer kleineren Halle ist, weil sie natürlich deutlich schlechter für wenigstens ein gewisses Maß an Anonymität sorgen können, für ein gewisses Maß an Rückzugmöglichkeiten sorgen können, wenn sie eine so große Einrichtung haben wie die Messehalle. Und natürlich ist das dann auch ein Punkt, wo man sehen muss, welche Kosten das verursacht, die Messehalle zu nutzen oder welche Kosten das verursacht, eine Sporthalle wie die in der Steuerbordstraße zu nutzen. Da gibt es erhebliche Unterschiede und da ist eine Stadtverwaltung verpflichtet, das abzuwägen. Das haben wir gemeinsam mit den Kollegen im Rechtsamt getan. Das haben wir gemeinsam auch mit den Leuten, die für die soziale Betreuung zuständig sind, getan. Und deswegen war sehr klar, dass die Hansemesse derzeit keine Option für uns ist. Und wir stattdessen nach einer kleineren Lösung suchen. Und ich kann immer nur wiederholen, die wir möglichst schnell auch wieder aus dem Betrieb nehmen wollen. Gut, vielen lieben Dank. Ich habe dort noch einen Arm gesehen, eine Wortmeldung. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Jessica Liedtke und es geht nochmal um die Turnhalle. Sie haben uns ja jetzt hier vor vollendete Tatsachen gestellt. Das ist einfach Fakt. Aber ohne uns Lösungsvorschläge
zu bieten. Und das finde ich echt schwach. Mein Sohn geht Kitasport dort und hat auch Wolfis Ballschule da. Und selbst wenn sie uns Alternativen bieten, in Gelsdorf können sie uns keine bieten. Da gibt es keine Turnhalle mehr. Und dann muss ich mit meinem Kita-Kind, ich arbeitende Mensch, der hier Steuern zahlt und alles, muss dann zusehen, wie ich das mit meiner Arbeit geregelt kriege, dass ich mein Kind vielleicht irgendwo hinfahren kann, dass er in seinen Sportgenuss kommt. Oder auch die Kita, die Erzieher, wo sollen die denn hin mit den Kindern? Die ganzen Kinder anziehen, im Bus am besten noch steigen oder sonst was. Sie können uns keine Alternative bieten, die das leistet oder das uns jetzt gibt, was wir jetzt haben. Und zwar, dass wir für unsere Kinder da sein können, dass wir unseren Job dass wir das alles unter einem Hut kriegen. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Und mein Chef, wenn ich vor ihm stehen würde, ja, so und so ist das, ich habe keine Lösung oder keine Alternative, kann ich gleich wieder rückwärts rausgehen. Also das erwarte ich schon und ich glaube schon zumindest, dass sie das so planen können. Was ist denn das für eine Planung in der Stadt? Ich meine, sie wissen doch die Zahlen und sie wissen, dass Krieg ist und sie wissen, dass immer mehr Leute zu uns kommen. Da kann man doch schon mal weit diese Vorausschau, wird von mir auch auf Arbeit erwartet, dass ich vorausblicke und gucke. Also das ist, weiß ich nicht, das ist für mich hier eine Farce, ehrlich. Herr Bockan. Auch diese Ansicht ist legitim. Sie müssen allerdings damit leben, dass ich dazu eine andere Sicht habe. Denn wenn ich nochmal schaue, was wir in den vergangenen 12 Monaten an Unterkünften möglich gemacht haben und wenn ich mir anschaue, was wir auch heute ja vorgetragen haben, wir im Weiteren inzwischen alles in der Planung haben und möglich machen werden, dann kann ich nicht erkennen, dass wir jetzt irgendwie überrascht täten davon, dass Menschen kommen und dass wir Leute unterbringen müssen. Also ich will einfach nur ein paar Zahlen nochmal sagen. Wir haben 350 Wohnungen angemietet, ausgestattet und da Menschen untergebracht. Das ist jetzt nicht nichts. Also das ist quasi jeden Tag eine seit einem Jahr. Und das mag wenig klingen, das ist aber eine ganze Menge. Zumal vor dem Hintergrund, dass diese Wohnungen alle bestimmten Standards entsprechen. Dazu habe ich vorhin lange genug was gesagt. Wir haben miteinander das Best Western, bereits zwei kleinere Wohnschiffe, das Containerdorf in Marienehe, das Elbhotel und auf den Weg gebracht und das stabil am Laufen. Also ich glaube, man kann jetzt hier nicht so tun, als ob die Stadt nichts täte und nicht weiß, was sie zu tun hat. Und ich kann ein weiteres Mal wiederholen, dass wir auch für alle möglichen Hinweise dankbar sind, wo wir noch Möglichkeiten haben, damit wir eben keine Sporthallen im Weiteren nutzen müssen. Wir haben diese Aufrufe im Übrigen auch bekanntermaßen, hoffe ich, schon vor Wochen und Monaten immer und immer wieder in die Öffentlichkeit gegeben. Wir haben ja auch über die Ortsbeiräte darum gebeten, Hinweise zu bekommen. Tatsächlich kann ich sagen, wir haben aus dem Ortsbeirat Markgrafenheide Hohe Düne einen Hinweis bekommen, die Albin-Köbel-Straße betreffend. Dem sind wir nachgegangen. Das Blöde ist, dass die gar nicht so kleine Anzahl von Wohnungen, die dort leer steht, leider schwer sanierungsbedürftig ist und deswegen nicht vermietbar ist. Das sind alles Dinge, die finden statt. Wir sind auch nochmal durch verschiedene Hallen gegangen und haben uns angeguckt, ob wir die relativ kurzfristig hergerichtet bekommen, in dem Wissen, dass auch das keine schönen Standards werden, aber dass es immer noch besser ist, als Eingriffe in die soziale Infrastruktur vorzunehmen, wie wir es jetzt eben tun müssen. Und ich kann nur nochmal sagen, wenn wir es hätten vermeiden können, dann hätten wir es vermieden. Und was die Frage der Belegungsplanung der Sporthallen betrifft, ein weiteres Mal. Die Kollegen im zuständigen Fachamt haben sich Gedanken gemacht, haben hin und her geplant und haben überlegt. Und natürlich sind die Sporthallen in Rostock sehr gut ausgelastet. Aber auch das habe ich vorhin gesagt, es sind auch Gespräche geführt worden, inwiefern durch Zugeständnisse anderer Vereine und anderer Trainingsgruppen freie Hallenkapazitäten geschaffen werden können. Und da gab es auch ein paar positive Ergebnisse und die werde ich jetzt aber nicht vorgreifen. Auch das habe ich vorhin schon mal gesagt. Ich habe den Zettel jetzt nicht aktuell bei mir, weil ich habe seit 6 Tagen die Wohnung nicht verlassen können. Dann nehmen Sie bitte ein ganz kleines bisschen Rücksicht drauf. Das ist keine Ausrede und ich nehme die Kritik auch gerne entgegen. Das ist völlig in Ordnung.
Wir machen Angebote, soweit es möglich ist, und die werden von den Kollegen des Amtes ab morgen an die Vereine kommuniziert. Aber nochmal, vor allen Dingen, das wiederhole ich gerne, das habe ich dem Vater vorhin ja auch schon sagen können, für den Kitasport, der, glaube ich, dienstags und donnerstags stattfindet, vormittags, gibt es ein Angebot, gibt es eine Lösung. Und das ist so, dass dadurch zwar Fahrtwege entstehen, das ist aber zumutbar und auch für keine Kita-Gruppe eine ernsthafte Herausforderung. Das können Kita-Erzieherinnen und Kita-Erzieher, die machen nämlich auch einen guten Job. Und das ist dann im Zweifel eher ein großes Erlebnis als ein großes Hindernis für Kinder, da bin ich mir ganz sicher. Und da ich selber genug Kinder habe, weiß ich, dass das keine völlige Theorie ist. Und wir sorgen auf jeden Fall dafür, dass der Kitasport stattfinden kann. Ich habe noch eine Wortmeldung neben der Dame gesehen, genau. Ja, guten Abend. Ich habe eine Frage zu der Nutzung der Flächen, die Sie planen. Ist es nur die Sporthalle oder beziehen Sie in die Nutzung auch den Sportplatz mit ein? Weil dort trainieren ja auch Vereine oder auch die Kinder spielen dort. Und meine zweite Frage ist, es ist ja ein sehr dicht besiedeltes Wohngebiet. Wie sorgen Sie dann auch für die Sicherheit der Bürger und Bürgerinnen, die dort wohnen? Also auch da ist die Antwort ganz klar. Wir haben vor, die Sporthalle in die Nutzung zu nehmen. Und darüber hinaus ist derzeit nichts geplant. Und was die Sicherheit des Wohngebiets betrifft, da mache ich mir ehrlicherweise gar keine Sorgen, weil ich habe keine Veranlassung davon auszugehen, dass Asylsuchende zunächst vor allen Dingen daran Interesse haben, eine kriminelle Karriere zu starten. Das mag bei manch einem anders gesehen werden. Mein Weltbild ist es nicht. Und dann habe ich im Übrigen großes Vertrauen in die Polizei des Landes Mecklenburg-Vorpommern, dass sie die notwendigen Präventionsmaßnahmen immer ergreift. Aber nochmal, ich würde mich vor allen Dingen auch dagegen verwehren, Asylsuchende als potenzielle Straftäter zu sehen. Ja, guten Abend in die Runde. Ich möchte mich als Mitglied des Ausschusses melden, Ausschuss für Migration. Guten Abend, Herr Bockan. Hier sind einige Informationen heute Abend weitergegeben worden an uns und ich denke mal, hier wird langsam und mehr oder weniger suggeriert. Fangen wir bei dem ersten Thema an, die Anzahl der Flüchtlinge. Wir haben dort vorne eine Dame sitzen, Frau Lese. Frau Lese kennt sich mit diesen Zahlen sehr gut aus. Frau Lese hat uns in der Februarsitzung, in der letzten Sitzung, in der Januarsitzung und in der Dezember-Sitzung mitgeteilt, dass pro Woche die Stadt Rostock 30 bis 40 Flüchtlinge aufnimmt. Multiplizieren wir das Ganze mit 52 Wochen, dann haben wir 1500, 2000 Flüchtlinge, die wir bis Jahresende aufnehmen werden müssen. Herr Bockan spricht die ganze Zeit von ca. 1000. Das ist das erste Problem, was mir nicht so richtig erscheint, dass die Stadt das darstellt. Das zweite Problem, und das denke ich mal, da haben anscheinend viele Menschen damit Problem, weil sie nicht wissen, wer kommt denn eigentlich zu uns? Die Stadt schiebt ständig diese, ich sag mal, die Menschen aus der Ukraine, ne? Flüchtlinge, Kriegsflüchtlinge. Aber das ist das eigentlich nicht. Das hat uns eigentlich die Frau Lese ja auch gesagt in der Dezember-Sitzung und in der Januar-Sitzung hat sie das wiederholt. Es kommen Flüchtlinge aus dem Nahen Osten, ne? Die Länder Afghanistan, Syrien, Iran. So, das hat sie auch so gesagt, wortwörtlich, das Jahr 2015 haben wir gerade. So, die Situation wie im Jahr 2015. Das Problem an der Sache ist, dass, muss ich jetzt gefilmt werden? Alles klar. Die Menschen, die hier zu uns kommen, hier wird ja die ganze Zeit, den ganzen Abend ja nur davon praktisch uns, wir werden ja nur davon unterrichtet, dass man nach einer Unterbringung sucht. Aber die Menschen, die zu uns hier einwandern, die müssen ja auch integriert werden. Aber das findet ja gar nicht statt, denn die Stadt hat ja eigentlich Fachkräftemangel, was das angeht. So, die Integration dieser Menschen, die müssen wir dann ausbaden.
Und diese Menschen, das muss ich mal ganz deutlich sagen, diese Menschen, das sind ja zwar Flüchtlinge, die aus irgendwelchen da Gebieten fliehen, aber das sind ja auch gleichzeitig Einwanderer in dieses Land. Es ist ja noch nicht schlimm praktisch, ne? Einwanderer kann ja auch gut sein, aber die wandern in allererstes in unser Sozialsystem ein. So, man sagt uns ja ganz schön, die Gelder kriegen wir ja eigentlich vom Land. Na Moment mal, das sind wessen Steuergelder? Wessen Steuergelder sind das? So, und das andere, was mir noch fehlt, Herr Bockan sagt, wir sind verpflichtet, das zu machen. Ne? Frau Oberbürgermeisterin hat das ja mehrmals wiederholt, wir sind verpflichtet. Moment mal, wenn wir keine Lösungen finden, dann dreht sich man zum Land und zum Bund und sagt, Leute, wir haben keine Kapazitäten. Schluss, Ende. Wir haben keine Kapazitäten, wir haben keine Unterbringungskapazitäten. Wenn man sich mit diesen Menschen nicht beschäftigt, wenn man diese Menschen nicht integriert, dann haben wir das nächste Problem. Das hat der Herr dort vorne eigentlich schon bereits erwähnt. Die Kriminalität, die steigt dann tatsächlich an. Schauen Sie sich doch mal die Jugendliche bei uns am KTC in KTV an. Das sind minderjährige, unbegleitete Ausländer, die einfach keine Beschäftigung haben. Die können nichts dafür, dass sie dann praktisch in die Kriminalität rutschen. Aber wenn unsere Kinder keine Sporthallen haben, wenn unsere Kinder keine Möglichkeiten haben, sich praktisch irgendwie mal auszutoben, dann haben das die anderen Kinder ja auch nicht. Und noch einmal, diese Stadt ist nicht verpflichtet, Menschen dann unterzubringen, wenn wir keine Möglichkeiten haben zur Unterbringung. Diese Stadt kann sich zu Land und zum Bund umdrehen und sagen, Leute, leckt uns mal am Arsch. Herr Bockan. Herzlich gern, Frau Lese. Herr Treichel, ich würde mich ja freuen, wenn Sie im Ausschuss auch nur einmal den Mund aufmachen würden. Da sind Sie immer ganz ruhig. Und jetzt machen Sie hier so eine Welle und sind so engagiert, das ist ja richtig stark. Ich wusste gar nicht, dass Sie das können. Also doch, ich wusste das. Aber also bringen Sie sich doch einfach mal im Ausschuss ein. Das könnte durchaus helfen. So, und dann hören Sie doch auf, so einen Unfug zu erzählen, wie Sie das hier machen. Wo sind denn die unbegleiteten Minderjährigen am KTC? Sind Sie in 2015 hängen geblieben oder was ist passiert? Ich bitte darum, dass wir ruhig sind. So, jetzt bitte ich mal kurz, dass wir uns alle beruhigen und ansonsten müssen wir die Gespräche anderweitig beenden. So, ich bitte jetzt, wir haben die letzten anderthalb Stunden sehr friedsam miteinander verbracht und ich bitte, dass jetzt alle nochmal gemeinsam darüber nachdenken, weswegen wir hier sind. Wir wollen gemeinsam in den Austausch gehen. Es gibt Regeln, für die wir uns entschieden haben, damit wir in den Austausch gehen. Und ich bitte jetzt darum... Dann würde ich jetzt gerne das Wort, Herr Bockan, wieder an Sie übergeben. Ich denke, wir haben dann jetzt ein wenig Ruhe. Vielen Dank. Herr Treichel, ich frage mich auch noch ganz besorgt, ob Sie vielleicht ein bisschen im Jahr 2015, 16 hängen geblieben sind, wenn Sie über die ganzen unbegleiteten Minderjährigen am KTC sprechen. Da hatten wir tatsächlich eine Zeit lang eine Thematik, was das betrifft, aber wenn Sie sich die polizeiliche Statistik anschauen, wenn Sie sich auch anschauen, was danach in den Ermittlungsstatistiken passiert ist, dann wissen Sie, dieses Thema gibt es nicht mehr. Und nur weil Sie es behaupten, ist es noch lange nicht da. Das, was Sie hier machen, ist unredlich und soll einfach nur dazu helfen, Vorurteile zu schüren. Und ich finde bei Ihnen, Entschuldigung, wenn ich mal so deutlich werde in öffentlicher Runde, ganz beeindruckend, dass Sie zumindest in der Lage sind, mit Ihrer eigenen Biografie darauf hinzuweisen, dass Einwanderung nicht nur schädlich ist. Ich finde es ja ganz toll, dass Sie herkommen konnten und ich freue mich über jeden, der da ist. Aber ich finde, dass gerade dann, wenn man das Recht der Einwanderung genossen hat, man aufpassen sollte, ob man es anderen verwehrt. Das finde ich, muss man hier auch sagen dürfen. Und wissen Sie, die Behauptung, dass Menschen, die hierher kommen, zunächst ins Sozialsystem einwandern, das lädt ja regelrecht dazu ein, eine politische Diskussion zu führen, für die wir uns heute gar nicht getroffen haben.
Ich möchte an der Stelle einfach nur so viel sagen. Im Moment ist es in Deutschland nach wie vor so, dass Menschen im Asylverfahren nicht arbeiten dürfen. Der Staat verbietet es. Das stammt aus einer Zeit, als wir noch mehr Arbeitskräfte hatten, als es Arbeitsplätze gab. Heute sind wir längst in einer anderen Situation. Ich persönlich würde es für sehr integrationsförderlich halten, wenn Menschen im Asylverfahren auch arbeiten dürften und für ihre eigene Existenz sorgen könnten. Viele würden das wollen. Es ist nur im Moment rechtlich verboten. Aber das hat schon wieder mit Fakten zu tun. Und Herr Treichel, bei aller Freundschaft, lassen Sie uns doch nächstes Mal im Ausschuss diskutieren, wenn Sie inhaltliche Fragen haben. Aber da, wie gesagt, sind Sie bisher leider erstaunlich ruhig. Würde ich gerne auch noch mal was sagen wollen. Tatsächlich, das Thema Integration wurde hier so abgetan. Ich möchte noch mal ganz deutlich sagen, dass wir hier auch im Raum die Personen aus der Zivilgesellschaft haben, aus Rostock, Rostocker Bürgerinnen und Bürger, die sich ganz aktiv in den letzten Monaten, in den letzten Jahren eingesetzt haben, um die Integration nach vorne zu bringen. Und wir brauchen bestimmt nicht so tun, als würde das in unserer Stadt nicht passieren. Das möchte ich hier ganz deutlich betonen. Und ich nehme eine andere Zivilgesellschaft wahr, die uns gerade in den letzten Monaten aktiv unterstützt hat, nachts mit uns dort Hand in Hand agiert hat, damit wir die bestmögliche Willkommenskultur zur Verfügung stellen konnten, die wir uns gewünscht haben. Und dementsprechend möchte ich da auch noch mal in die Reihen hier vorne nach vorne gucken. Herr Schaper, die Kollegen von Ökohaus e.V., Malteser, die tun alle Großartiges und oftmals über die normale Arbeitszeit hinaus. Und ich möchte betonen, dass es nicht so ist, dass die migrantischen Minderjährigen nur in unserer Stadt rumlungern. Ganz im Gegenteil, hier passieren ganz viele großartige Projekte und ich finde, das darf man hier auch nicht so stehen lassen. Und dann würde ich gerne noch zwei Fragen zulassen. Wir haben, denke ich mal, sehr ausführlich heute über viele, viele Themen gesprochen und würde gerne Ihnen das Wort übergeben wollen. Hallo, Gabe mein Name. Auch für mich ist diese Veranstaltung und auch die Tage zuvor sehr, sehr emotional. Es geht hier um unsere Kinder, um unsere Familie, um unsere zweite Familie. Erste Frage ist, der Herr da drüben hatte vorhin angesprochen, dass daneben die Schießhalle ist. Wie wollen Sie dann aussortieren, wer davor Angst hat oder wer nicht? Wir haben keine Glaskugel. Das ist mein erster Punkt. Zweiter Punkt ist, der Wohnkomplex in Gelsdorf war mehrere Jahre jetzt bewohnbar. Auf einmal nicht mehr, weil Schimmel, kein ordentliches Material. Es wurde von Einwohnern, die da wohnen, beschrieben, dass Sachen aus den Fenstern geworfen wurden, dass radikale Sachen passiert sind, Gewaltsachen. Auch da konnte die Sicherheitskräfte nicht gewährleisten, dass nichts passiert. Wie wollen Sie uns gewährleisten, dass wir die Halle, die Sporthalle, nach ein, zwei Monaten, einem Jahr wieder betreten können oder nicht abreißen und neu sanieren müssen? Wie wollen Sie uns das gewährleisten? Da der Senator jetzt gerade technische Probleme hat, möchte ich noch einmal kurz darauf eingehen, dass wir natürlich eine Unterkunft, die wir schaffen, immer mit entsprechender Infrastruktur umsetzen. Wir haben die Kollegen hier vorne sitzen, die uns ganz stark unterstützen. Wir haben eine soziale Betreuung vor Ort, wir haben einen Wachdienst vor Ort und selbstverständlich haben wir auch bei uns in der Stadtverwaltung Kolleginnen und Kollegen, die sich mit den Personen auseinandersetzen, die hierher kommen. Das bedeutet, ich gebe Ihnen recht, es ist natürlich nicht einfach zu entscheiden, wer in diese Notunterkunft ziehen muss. Und selbstverständlich sind das auch Gespräche, die für uns nicht einfach werden, aber die werden wir führen, Hand in Hand, mit den Personen, die sich täglich mit den Leuten auseinandersetzen und das werden wir umsetzen. Das ist Punkt 1 und Punkt 2. Wie eben schon beschrieben, ist es einfach so, dass wir vor Ort auch zum Beispiel einen Wachdienst haben, der rund um die Uhr vor Ort sein wird und natürlich auch die soziale Betreuung. Und selbstverständlich, das kennen wir alle, überall dort, wo viele Menschen sind, gibt es hier und da Situationen, mit denen man in den Austausch gehen muss. Aber da haben wir großartige Kolleginnen und Kollegen, die uns dabei unterstützen. Und da möchte ich nochmal in die vordersten Reihen gucken, denn das sind diejenigen, die Hand in Hand mit uns auch die Sorgen und Nöte der einzelnen Personen betrachten und mit uns dann in den Austausch gehen. Vielen Dank. Ja, schönen guten Abend. Sandra Wand, mein Name, Ortsbeirat Gelsdorf.
Ich kann mich erinnern, dass wir 2016 eine ähnliche Veranstaltung hatten, der Michaelshof. Die Stimmung war damals auch nicht gerade super. Wir haben das gut miteinander hinbekommen. Dafür danke ich den Einwohnerinnen und Einwohnern von Gelsdorf auch. Und ich danke auch nochmal ganz explizit auch der evangelischen Gemeinde St. Michael, die uns damals ihre Räume zur Verfügung gestellt hat, die auch dafür gesorgt hat, dass wir uns kümmern konnten um die Geflüchteten, gemeinsam mit den Maltesern. Und das haben wir auch wieder vor. Die Situation ist nicht günstig. Und ich bitte auch alle im politischen Raum, dass wir das gut begleiten, dass wir also gut informieren, wie geht das jetzt weiter, was ist mit den Sportvereinen. Ich denke, da werden Lösungen angestrebt und dass wir das möglichst schnell lösen. Und ich bitte trotzdem alle, die Mitmenschlichkeit nicht zu vergessen, denn auch Jesus Christus war ein Geflüchteter. Danke. Jetzt haben wir den Senator wieder bei uns. Herr Bockhahn, möchten Sie noch darauf eingehen, was eben gesagt wurde? Vielen Dank. Ja, es wäre zu schön gewesen, wenn es einfach ganz lupenrein funktioniert hat, aber wenigstens hat es sehr lange sehr gut funktioniert. Nein, Frau Wandt hat sehr richtige Dinge gesagt. Vielen Dank dafür. Herr Senator Bockhahn, würde ich Sie bitten, dass Sie aus Ihrer Perspektive noch ein kurzes, knappes Abschlussstatement zur Verfügung stellen und dann würde ich an die Oberbürgermeisterin übergeben. Ja, vielen Dank, Frau Liese. Vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie sich die Zeit genommen haben und vielen Dank dafür, dass wir auch überwiegend sachlich geblieben sind. Ich weiß, dass nicht alle heute Abend glücklich sind. Damit habe ich auch wirklich nicht gerechnet. Ich hoffe, dass wir in absehbarer Zeit deutlich unaufgeregter über den heutigen Abend sprechen können, als uns das heute Abend möglich wäre. Glauben Sie uns bitte, dass wir alles Mögliche tun, um insbesondere den Eingriff in die Sportstätteninfrastruktur, also die Nutzung von Sporthallen, zu vermeiden. Das habe ich heute ganz oft gesagt und das sage ich nicht nur, weil Sie das vielleicht gerne hören möchten, sondern weil es eine feste Überzeugung ist. Denn auch das gehört dazu. Deswegen das nochmal ganz zum Schluss. Natürlich ist die Unterbringung von Geflüchteten in Sporthallen, überhaupt die Unterbringung von Menschen, immer eine schlechte Variante. Und wir möchten Menschen, die Schutz suchen und deswegen nach Rostock kommen, nicht schlecht unterbringen. Allein schon deswegen gehen Sie bitte davon aus, dass wir alles in unserer Kraft Stehende tun, damit wir Sporthallen nicht weiter als Unterkünfte nutzen müssen. Im Moment können wir es leider nicht vermeiden. Aber ich habe die Hoffnung, dass uns das möglichst schnell gelingt, davon wieder Abstand zu nehmen und das dann auch längerfristig nicht tun zu müssen. Rostock hat in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, dass es eine weltoffene und Willkommenskultur lebende Stadt ist. Und ich wünsche mir, dass das so bleibt und bedanke mich, dass Sie heute Abend da waren. Ich wünsche Ihnen guten Abend und bleiben Sie gesund. Ja, ich will auch nur noch zwei, drei Sätze loswerden. Herr Bockhahn hat schon alles gesagt. Also zum einen möchte ich mich auch noch mal bedanken, vor allem beim Herrn Senator und bei der Kollegin und dem Kollegen aus dem Amt für Soziales und Teilhabe, dass sie die Veranstaltung hier heute Abend möglich gemacht haben. Ich möchte Ihnen Danke sagen, dass Sie hergekommen sind. Was mir am Schluss wichtig ist, ist Ihnen auch noch mal ganz deutlich zu sagen, dass es uns wichtig ist, in solchen Situationen ehrlich zu sein, zu informieren und transparent zu sein. Ja, das sind wir ja mit der heutigen Veranstaltung, worüber man diskutieren kann. Und das nehmen wir auch noch mal mit. Die Botschaft ist angekommen, Sie hatten sie ja gesendet. Wenn wir derart kurzfristig solche Zuweisungszahlen bekommen und dann versuchen, schnell eine Lösung zu finden, dann die richtige Reihenfolge zu entscheiden von, okay, wann kümmern wir uns jetzt um die Infrastruktur, was buchen wir, was müssen wir ausschreiben, sind wir in Vergaberecht, was müssen wir kaufen, wann informieren wir die Einwohnerinnen und Einwohner, wann gehen wir auf die Vereine zu, das alles in sehr, sehr kurzer Zeit. Den Hinweis nehmen wir nochmal mit. Ob wir da auch an unserer eigenen Kommunikationskette nochmal arbeiten, das machen wir natürlich sehr gern. Ich möchte zum Ende nochmal die Botschaft senden. Ich weiß, dass das schwierig ist, ich weiß, dass das hart ist,
Ich bin aber sehr froh, dass wir in Rostock in einer Stadt sind, die es miteinander aushalten kann, solche Diskussionen zu führen. Wir sitzen hier, wir diskutieren miteinander, es ist emotional, es ist schwierig, man kann vielleicht auch nicht alles akzeptieren, was man von da vorne hört, aber wir halten das miteinander aus. Das ist was, was Rostock wirklich, wirklich ausmacht, und da können wir auch echt stolz drauf sein. Also vielen, vielen Dank, dass Sie heute da waren.